10 über 25 kriegst du auch so hin, oder? Die 10 und die 25 kriegst du auch so hin, oder? Die 10 und die 25? Ja, vor dir auf dem Kreuz. Du bei 5 Jahren. Nehmen wir mal mit bei denen. Ja, ich hoffe, der macht jetzt so viele Hütten. Mikrofone sind aus. Ich habe die Software. Ich ganz einfach Okay. Du hast mich angeguckt, ich hab gleich den Augen sauber geschnitten. Achso, war doch mal knapp. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Halb Stunde. Und direkt erstes Ding kurz hoch. Ich hab dir heute gar nicht. Und so der Angriffsstämmer vom Reiter wurde mit.
auch geil, weißt du? Ja. Trainierst du irgendwie mit Krafttraining und sonst was mit und dann kommst du jetzt die Sache abends mit Kinder mal hin, wenn ich die Kinder. Tabelle, guck mal, ob die im Ort da liegt oder nicht. Der erste hier ist ungefähr gleich groß, würde ich sagen, ein bisschen kleiner vielleicht, aber die drei danach. Ja, ich sag mal, zwei, drei sind gleich klein. Also sehen die Wände schon krass auf. Von hier oben sind immer alle. Von hier oben sehen alle mickrig aus. Was? Getreide ist doch ein Palp. Der Bühne sieht immer alles so klein aus. Auch der Kamera sieht alles so klein aus. In der Kamera eh und langsam. Es hat immer, ist halt immer im Verhältnis. So, keine Ahnung, wenn der Mario neben Batman steht, ist es schon okay. Einer von beiden ist schon. Auf der Kamera sieht immer alles sau und langsam aus. Ich habe an die Regionalliga-Videos, die wir geguckt haben, da war es selber in der Szene drin, dass wir das Pfeifen gegen das Trainer und das Video. So langsam war das. Wir haben die vorhin eigentlich. Ja, weil es rausgetreten ist. Sagt mir, wenn ihr soweit seid. Sagt mir,
Minute, in einer Minute. Test mal, ob die. Ja, aktuell ist auch noch alles aus. Auch geil, dass hier das T3 ist, aber auf dem Bild. Seid ihr soweit? Herzlich willkommen zum Heimspiel des TV Petterweil gegen die MT Melsungen 2 aus der Sporthalle Petterweil am Sauerborn. Neben mir steht heute Jens Wasberg. Jens, hallo, grüß dich. Du warst ja längere Zeit auch Spieler des TV Petterweil, aber jetzt auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr auf dem Feld zu sehen. Woran liegt das? Kannst du uns was darüber erzählen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen kann. Ja. Es ist so, dass ich von Verletzungen geplagt war, schon seit Mitte der Jugend bis hin zu der ersten Mannschaft. Ich habe zweite Mannschaft gespielt, A-Jugend und erste Mannschaft gleichzeitig und habe die Füße kaputt, das Knie kaputt, Schulter operiert, Rücken kaputt, also genau. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass es so gelaufen ist. Wir haben ja ein paar Spiele gemeinsam machen dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, da wäre auch noch viel möglich gewesen. Aber trotzdem bist du ja der ersten Mannschaft immer sozusagen verbunden geblieben und hast dich eigentlich nie so wirklich von ihr distanziert. Was machst du denn zurzeit? Genau, also es war schwierig für mich überhaupt wegzukommen von der ersten Mannschaft, weil es einfach immer einen riesen Spaß macht, auch drumherum da mitzumachen. Ja. Und aktuell mache ich schon seit guten 3-4 Jahren, begleite ich die Spiele mit Jingles, mit Aufwärmmusik, mit allen möglichen Sounds und macht mir riesig Spaß. Das heißt, die Musik hier, die wir gerade hören und die Musik in der Halle während des Spiels, die haben wir alle dir zu verdanken, ja? Genau, ja. Immer während des Spiels sitzt du am Pult und schickst die Musik los in den richtigen Situationen oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also ich sitze oben neben dem Hallensprecher, meist neben dem Horst Knies oder jetzt heute neben dem Knopf und nach enger Absprache spiele ich dann, wenn ein Tor fällt, ein Jingle rein bei 2 Minuten, bei 7 Metern und ist manchmal auch nicht ganz unstressig, muss man sagen, weil man in der richtigen Zeit oder zur richtigen Zeit einen richtigen Jingle haben muss. Ja. Und die hast du dir alle selber zusammengesucht und bearbeitet und so weiter? Ja, es ist mittlerweile so, dass ich eigentlich fast bei jedem Lied, was ich höre, überlege ich, okay, kannst du das irgendwo schneiden, kannst du das irgendwo mit einbringen, ist das ein guter Torjubel, ist das, weiß ich nicht und macht auf jeden Fall riesig Spaß, ja. Ja, super cool. Also ich glaube, das unterstützt auch die Stimmung hier in der Halle und da sind wir sehr dankbar. Ja. Aber deine Funktion macht es dir natürlich auch möglich, jedes Spiel zu sehen, zumindest jedes Heimspiel. Ja. Was sagst du denn zur bisherigen Saison, zum bisherigen Saisonverlauf? Ja, also ich bin sehr, sehr stolz, wie die Jungs das machen. Also sind auf jeden Fall in der Liga angekommen, würde ich sagen. Ja. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so gut spielen, auch das Zusammenspiel mit den neuen Spielern so super funktioniert und also ich bin gespannt, was kommt. Ich denke, wir werden auf jeden Fall die Liga halten und dann nächste Saison darauf aufbauen und dann geht's ab. Ja. Was ich bisher noch nicht erwähnt hatte, dein Bruder spielt noch, dein jüngerer Bruder, der Florian Wasberg, der war ja verletzt ausgeschieden im letzten Spiel, vielleicht auch einer der Punkte, warum das Spiel letztendlich verloren ging. Wie geht's ihm denn jetzt? Ja, also zuerst würde ich mal ganz gerne sagen, dass das sehr, sehr schade ist, dass ich leider nicht mehr spielen kann, weil ich glaube, das wäre ein Traumduo. Ich das am Kreis ich und er als Linkshänder auf der Rechtshalm. Das wäre, glaube ich, schon tödlich, kann man fast sagen. Spaß beiseite. Er hat einen Schlag gegen den Zahn bekommen. Die Zähne waren leicht verschoben. Mhm. War auch dann noch bis spät nachts in der Zahnklinik. Ja. Er hat es mir heute Morgen erklärt wie ein Muskelfaserriss im Zahn. Das heißt, der war leicht verschoben. Den haben sie wieder gerade gemacht und geklebt. Und sollte eigentlich alles halten. Jetzt hat er heute einen Mundschutz an. Ah, okay, das heißt, genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe gesehen, er macht sich warm. Ich war sehr verwundert, aber das heißt, wir können mit einem Einsatz rechnen heute. Also ich gehe stark davon aus, dass er spielen wird, oder ich hoffe es zumindest auch, weil ich ihn auch sehr gerne spielen sehe. Ja. Mal gucken. Also er hat auf jeden Fall einen Mundschutz drin jetzt. Den hat er sich direkt bestellt. Ja. Und dann würde ich sagen, dann drücken wir dem Florian und seinem Team die Daumen und hören dem Jens ganz mit gespitzten Ohren zu, was er heute rausschickt in die Halle. Vielen Dank dir, Jens. Super, danke dir, Felix. Ja, auf.
So, kommen wir nur zur Aufstellung der MT Melsungen 2 mit der Nummer 1 Yannick Büde, mit der Nummer 12 Erik Ulrich, mit der Nummer 16 Jan Lasse Herbst, mit der Nummer 3 Jan Dobritschikowski, mit der Nummer 5 Jan Groller, mit der Nummer 8 Jona Rietze, mit der Nummer 14 Ben Begmann, mit der Nummer 23 Maximilian Pregler, mit der Nummer 24 Paul Kompenhans, mit der Nummer 29 René Daniel André, mit der Nummer 33 Martin Reinhold, mit der Nummer 35 Rohat Sahin, mit der Nummer 46 Julian Fuchs und mit der Nummer 97 David Kuntscher. So, und hier haben wir jetzt nochmal die Aufstellung des TV Petterwall eingeblendet. Mit der Nummer 1 heute nicht dabei, Markus Alborn. Im Tor wird stehen mit der Nummer 23 Itep Buali und mit der Nummer 69 Christoph Schneiker. Im Feld mit der Nummer 2 Niklas Wagner, mit der Nummer 3 Lennart Trovin, mit der Nummer 5 Dennis Bachmann, mit der Nummer 7 Lennart Cousin, mit der Nummer 10 Thorsten Koch, mit der Nummer 14 Benedikt Pfeiffer, mit der Nummer 15 Felix Kofler, die Nummer 17 trägt Mario Fernandes, die Nummer 18 Johannes Pfeiffer, mit der Nummer 22 Jonas Kofler, die Nummer 24 Markus Neuhalfen, die Nummer 25 Pierre Lange, die Nummer 37 Florian Wassberg. So, wir blenden euch jetzt auch nochmal die aktuelle Tabelle ein. Was wir sehen können nach der ärgerlichen Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Bruchköbel, hat der TV Petterwall 2 Plätze verloren, ist vom 4. Platz auf den 6. runtergerutscht. Die Tabellennachbarn vom 4. bis zum 6. Platz jetzt allesamt mit 8-10 Punkten gleich auf. Wir rechnen damit, dass bis zum Saisonende da wahrscheinlich noch ein enger Kampf um den 4. Platz zuspitzen wird. Auf der anderen Seite natürlich die MT Melsungen 2 rangiert derzeit auf dem 3. Platz. Das natürlich herauszustellen, dass sie bisher erst 7 Saisonspiele hatten, einige Spiele verlegt und verschoben, so wie auch dieses hier, jetzt das Nachholspiel am Dienstagabend. Ja, deswegen die MT Melsungen 2 derzeit auf dem 3. Platz, allerdings mit 10-4 Punkten stehen sie eigentlich sehr gut da und mit entsprechenden Siegen in den Nachholspielen würden sie natürlich dann auch einen Sprung machen können. Ja, Alex, wie siehst du das? Wir erwarten natürlich ein spannendes Spiel heute. Natürlich auch die MT Melsungen klar in der Favoritenrolle. Sie haben bisher erst 4 Minuspunkte auf ihrem Konto und ja, haben sich wenig Blößen gegeben. Was denkst du, können wir erwarten heute? Ja, also ich denke, dass es hoffentlich ein spannendes Ding wird. Unter der Woche spielen ist eh immer so eine Sache für sich. Ja, die Leute sind meistens berufstätig und müssen dann erstmal so ein bisschen jetzt wieder den Wettkampfmodus haben. Und von daher wird mal schauen, was ist. Also normalerweise auf dem Papier würde ich sagen, dass wir heute eher die Außenseiterrolle haben auf jeden Fall. Aber am Sauerborn geht eh alles.
Wir spielen ohne Harz. Das ist ja für die Jungs auch ungewohnt. Und mal gucken. Die Halle füllt sich auch ein bisschen. Von daher denke ich schon, dass wir da irgendwie was machen können. Ja. Ja. Ja, man muss vielleicht auch sagen, wir haben ja eben die Tabelle eingeblendet. Die MT teilweise mit wirklich überraschenden Ergebnissen. Beispielsweise mit einem Sieg mit lediglich einem Tor Führung gegen Vellmar. Dann jedoch mit einem sehr hohen Sieg gegen Kleenheim. Also wirklich Ergebnisse, die da weit auseinanderklaffen. Wahrscheinlich ist es auch ein Stück weit der Personaldeckel geschuldet, je nachdem, wer da zum Einsatz kam. Möglicherweise gegen Vellmar vielleicht etwas mit reduziertem Kader. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Wir sehen gerade, dass die Mama Wasberg gerade die Utensilien verteilt, damit wir hier richtig Stimmung machen können. Genau. Das macht sie treu seit Jahren und wir sind sehr dankbar darüber. Genau. Heute haben wir die ganze Familie Wasberg vor der Kamera. Der Jens war ja schon vor der Kamera zum Interview. Seine Mutter verteilt hier jetzt die Klatschpappen und der Vater wie eh und je an der Trommel. Und hoffentlich Flo Wasberg mit der Hauptrolle heute im Spiel dann auf dem Feld. Die Ausstellung des TVP. Die Tor mit der Nummer 23, Ike Buhani. Mit der Nummer 69, Christoph Steiger. Mit der Nummer 2, Niklas Wacker. Mit der Nummer 3, Lennart Klammer. Mit der Nummer 7, Lennart Kusak. Mit der Nummer 5, Dennis Bachmann. Mit der Nummer 10, Thorsten Koch. Mit der Nummer 15 Felix Kofler. Mit der Nummer 17 Mario Fernandes. Mit der Nummer 22 Jonas Kofler. Mit der Nummer 24 Markus Neuhalm. Mit der Nummer 25 Pierre Lange. Mit der Nummer 37 Neuer Wassberg. Mit der Nummer 55 Stefan Dreetz.
von Marcel Becker, Irische Prager und Helmut Beschalter. Dittmar? Also, ihr könnt es handhaben, wie ihr wollt. Ihr müsst nur gut schätzen. Wir wollen mal gehabt haben. Ja, komm, mach mal jetzt mal an. Wir machen jetzt. Okay. So, Alex, vielleicht können wir uns noch mal kurz über das vergangene Spiel vom Sonntag unterhalten. Du warst ja auch in der Halle, hast es live gesehen. Ärgerliche Partie sicherlich. Ne? Definitiv, wie, ja. Wie hast du das gesehen? Woran lag es, dass also, das Spiel noch verloren ging? Also ganz ehrlich, in der ersten Halbzeit, denke ich, haben wir zu viele Abspielfehler gemacht. Ich habe mich in der Halbzeit auch mal mit ein, zwei Zuschauern unterhalten, die meinten, dass die halt schon eine gute Abwehr gespielt haben und Fehler provoziert haben. Ja. Und ja, keine Ahnung, musste halt in der ersten Halbzeit deutlich mehr in Führung gehen. Und in der zweiten Halbzeit waren die abgezockter. Ja. Länger die Bälle, wirklich durchgespielt, die Lücken gesucht, wenn ich geschafft habe, nochmal abgebrochen, nochmal angesetzt, bis zum letzten Vor allem keine Abschlüsse ohne Foul genommen, glaube ich. Ist so, ja. Ja, und ja, schon in der ersten Halbzeit war die Führung wahrscheinlich ITEP zu verdanken. Und in der zweiten Halbzeit haben die Tore vorne gefehlt, glaube ich. Definitiv. Ja, da haben wir nochmal ein, zwei, sieben Meter verworfen, aber ich meine, das steht ja nicht in der Waage. ITEP hat einen guten Tag gehabt, aber irgendwie waren wir nicht zwingend im Angriff. Ja. Und ja, war auch eine harte Abwehr, die sie gespielt haben. Man muss mal auch mal sagen, Chapeau, war echt stark. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, fokussieren wir uns auf das aktuelle Spiel gegen einen der Favoriten in dieser Oberliga Hessen, die MT Melsungen, die eben schon eingelaufen ist. Und gleich werden wir unseren TV Petterwall begrüßen können. Sie stimmen sich auf jeden Fall schon mal ein. Hinter der Kabine. Felix, kannst du lüften, was die da immer so singen oder sagen? Weißt du das? Ja, ich weiß Bescheid, da wird jetzt ordentlich gesungen, gegen die Türen gehämmert. Und denjenigen, der das Lied hier eingebracht hat, der steht neben mir, glaube ich. Das kann gut sein. So, also herzlich willkommen, TV Petterwall. Oh, also mein Tipp, die holen wir heute, die zwei. Ja, es wäre eine riesen Überraschung, aber man weiß nie. Es kann immer mal passieren, dass so ein Spiel eine Wendung nimmt, die man vielleicht vorher nicht erwartet. So, gleich gehen die Mannschaften in die Mitte. Die beiden Mannschaften begrüßen sich am Mittelkreis. Wie üblich kurz vor Spielbeginn begrüßen die Schiedsrichter. Ja, heute fast ein bisschen Trainingsspielatmosphäre in der Halle. Es sind zwar doch ganz schön viele Zuschauer da, trotzdem irgendwie eine ruhigere Stimmung in der Halle. Man kann hier fast mithören, wie die Mannschaften sich begrüßen. Aber wir gehen stark davon aus, sobald das Spiel läuft, werden die Mannschaften heiß sein. Auch die Zuschauer werden nach und nach heiß laufen. Und dann macht die Uhrzeit und die halbleere Halle dann nicht mehr so viel aus. Ja, hoffentlich, dass unsere Jungs auf jeden Fall heiß sind. Ne? Also ein paar haben schon ein paar Arbeitsstunden heute geschrubbt. Ja. Von daher schauen wir mal. Und die MT Melsungen sind auch sehr viele junge Spieler. Weiß nicht. Meinst du, sie haben ausgeschlafen heute? Ja, ausgeschlafen und vielleicht, gab es heute eine Vorlesung daheim vom PC. Ja, wahrscheinlich. Naja, hoffen wir mal, dass sie gestern feiern waren. Oder? So, der TVP mit dem Anwurf heute mit folgender Aufstellung. Auf der Mitte Jonas Kofler, auf der Halblinken Stefan Pletz, links außen Niklas Wagner, am Kreis Mario Fernandes, auf der Halbrechten kann glücklicherweise beginnen der Florian Wasberg und auf der Rechtsaußen heute Dennis Bachmann von Beginn an. Oh, man sieht schon, ne? Ordentlich schön aggressive Abwehr.
Ja, schnelle Beine, sie gehen raus, sie führen die Zweikämpfe relativ weit draußen. Aber ich habe das Gefühl, das muss unserer Mannschaft nicht gerade, also es könnte ihr fast entgegenkommen. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen anderes Spiel als letztes Mal, ein Spiel mit mehr Toren, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also ich denke auch, vor 10 Jahren hätte ich gesagt, für unsere Truppe, die hätten uns eine Lektion erteilt. Die Mannschaft jetzt, ich glaube, das ist, liegt uns. Ja. Eher jüngere Leute, schnelleres Spiel. Genau. Viel Angriff, ne? Also einfach schnelles Spiel. Ja. So, TVP hat noch 3 Bälle, Zeitspiel ist angezeigt, er muss den Wurf nehmen, nimmt ihn, verzieht leider Stefan Plätz links oben am Tor vorbei. Schade, dass er da zum Abschluss gezwungen wurde. Und die MT jetzt zum ersten Mal im Ballbesitz. Macht direkt Tempo auf den Ball. Und da gibt es einen Zusammenstoß zwischen Außen- und Außenabwehrspieler. Üblicherweise gibt es da dann 7 Meter oder Stürmerfoul. Heute geht es mit Freiburg weiter. Ja, ich denke, da waren alle Seiten ein bisschen verwundert. Aber mal gucken, ist ja genau richtig. Ne? Ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Also jetzt hier zu Spielbeginn muss man nicht schon gleich den 7 Meter rausholen oder auch nicht gleich die Zeitstrafen. Also es war schon völlig in Ordnung. Dann geht es mit dem Freiburg weiter. Ja, und mit dem ersten Fehlpass der MT. Ab, spiel das Ding. Ballgewinn für den TV Petterwald. Ey, da muss ein Strahl kommen. Das, ja. Da kannst du keinen Aufsetzer spielen. Da. Ja, Stefan versucht dann einen Aufsetzer in den Lauf zu spielen. Starke Abwehr. Ja, gut geklärt. Ja. Also wird man sehen, ne? Eben gerade auch erste Passfehler, mal gucken, wie es ist. Ja, ich finde es richtig. Bei Melsungen ohne Harz, der erste Fehlpass gleich, aber auch von auf Petterwalder Seite, man muss vielleicht Risiko gehen. Man muss, wenn man die Chance hat, ein schnelles Tor zu machen, dann muss man den Ball nach vorne werfen. Klar, wie du schon sagst, besser wäre es da, einen ordentlichen Strahl zu nehmen. Aber der Versuch, direkt nach vorne zu gehen, ist, glaube ich, der richtige heute. Ja, verlieren können wir ja eh nichts, ne? Also von daher. Ja. Oh, sehr schön. Ja, stark gemacht. Lauftäuschung da von links außen und ein schöner Tipppass vom Halblinken in die Ecke raus. Und da ist das 1:0 für die MT Melsungen nach fast 3 gespielten Minuten. Also ich glaube, das Ding kriegt man auf jeden Fall noch vorgehalten in der Halbzeit von Martin. Vielleicht. Aber ich kann mir vorstellen, in dem Spiel heute passiert noch so viel bis dahin, aber dass ich dann an die allererste Aktion erinnere. Oder beziehungsweise war ja schon der zweite, ne? Ja, Mario hat eben gerade einen leichten Schlag abbekommen, aber ich glaube keine Absicht. Normale Gerangel am Kreis. Ja, steht auch schon wieder. Ja, war vielleicht ein Finger im Auge oder so, erwischt sich das Auge aus. Wir hoffen, dass da nichts ist, dass er weitermachen kann. Und TV Petterwald holt den rechts außen ab, Dennis Bachmann, schönes Anspiel an den Kreis. Ein sehr schönes Abspiel, da hing der Ball in der Luft, Mario kann ihn rauspflücken. Richtig gut gemacht. Scheitert dann am Torwart, aber wird genug behindert, sodass es den 7-Meter-Wurf gibt. Und es darf wieder antreten, Jonas Kofler zum 7-Meter. Starkes Ding. Und trifft zum 1:1. Direkt schneller Anwurf der MT Melsungen. Ball jetzt auf halb links, sie machen das Spiel breit. Schicken ihren Mittelmann in die 1 gegen 1 Situation. Sehr stark von den Schiedsrichtern, dass sie da nicht einen Freiwurf geben. Das war wenig da im 1 gegen 1 von der Abwehr. Lassen da weiterlaufen. So wollen wir das sehen. Und auf der Gegenseite direkt Schritte von Stefan Plätz. Ah, guck, siehst du. So, ja. Jetzt sage ich was. Die Jungs sind nervös. Das ist das dritte Ding, irgendwie, was einfach weggeschmissen wurde. Und jetzt müssen wir einfach mal clever sein. Und nicht die Dinger wegwerfen. Nur 2-3 Minuten lang. Irgendwann kommen sie, irgendwann laufen sie dann alle heiß. So ein Fehler passiert ihnen wahrscheinlich nach einer Viertelstunde nicht mehr. Aber ja, der TVP müsste es ausnutzen, diese Fehler. Sie könnten jetzt schon 2-3 Tore machen mit schnellen Gegenangriffen. Ist ihnen nicht gelungen und so steht es jetzt 1-1. Müssen mehr über den Kreis spielen. Ja, da haben wir einen körperlichen Vorteil. Ja, Mario stand eben sehr gut, hat sich da schön freigesperrt.
wunderbares Anspiel an den Kreis, gefangen und verwandelt. Und wir haben nicht aufgepasst. Ja, zum 2:1 für die MT Melsung. Flo ist vorbei, spielt ja, genau schön so Mario Fernandes. Ja, Mann! Er bringt den Ball unter Kontrolle, super Tor. So sieht's aus, geiles Anspiel, geiles Tor. Richtig schön Tempo im Spiel von Flo Wassberg und das Anspiel an Kreis an Mario Fernandes zum 2:2. Schön aufgenommen, da in der Abwehr von Jonas Kofler geht mit, sodass es hier nur einen Freiwurf gibt. Die MT Melsung wechselt jetzt ihren Halblinken. Neu auf der Halblinken der Mann mit der Nummer 23, Pregler, der schon gleich über die Mitte kommt. Nimmt Jonas Kofler einen schnellen Abschluss direkt aus der zweiten Welle, scheitert am Torwart im Gegenzug, genauso schnell, allerdings mit Tor belohnt. Das 4:2 für die MT Melsung. Ah, das dürfen wir halt nicht machen, ne? Ja. Wir vorne die Bälle nicht wegwerfen, beziehungsweise wenn einer zum Wurf geht, muss einer sofort zurück, weil sonst knallt es ohne Ende hinten. Ja. Am besten gar nicht so schnell den Abschluss nehmen. Weil, ich sag mal, so ein Hasenrennen gegen die MT Melsung kann man wahrscheinlich nicht gewinnen. Kein Fall. Klasse. Ja, stark, Flo. Sehr stark da durchgegangen von Flo Wassberg. Eine Lücke, die ich jetzt nicht gesehen habe, nutzt er aus, fliegt durch und verkürzt zum 3:4 in der 7. Minute. Müssen jetzt einfach mal stabiler stehen, der Abwehr, ja. Vielleicht nicht so viel rausrennen und dann gucken wir, was passiert. Ja, überhaupt, also ich glaube, der TVP hat bessere Chancen, wenn sie es schaffen, die MT Melsung öfter in den Positionsangriff zu bringen, sodass sie solide in der Abwehr stehen können und vielleicht auch dem Itep Boali es leichter machen, dass er vielleicht ein paar Bälle holt. Die Geschichte da im Kreis gefällt mir gar nicht, dieses aufmerksam machen auf angebliche Fouls. Ah, super Abwehr. Zeit angezeigt. Ja, gut so. Ja, sehr gut die Abwehr. Die Schiedsrichter sollten jetzt vielleicht auch mal auf Stürmerfoul achten. Ich finde, der Kreisläufer arbeitet da viel zu viel, beschwert sich auch sehr viel. Also die Körpersprache, finde ich, gefällt mir nicht. Ah, scheiße. Doch nicht scheiße. Itep mit einer unglaublichen Körperkontrolle kratzt den Ball vor dem Aus. Aber den muss er nicht spielen. Vor der Torlinie, aus dem Tor. Nimmt natürlich dann direkt den langen Ball. So, Kreis ab. Also scheint auf jeden Fall so, dass der Martin gesagt hat, dass wir voll Druck drauf gehen. Erste, zweite Welle. Ja. Muss man halt mal gucken. Bisher war die Verwertung halt nicht so gut, ob man das vielleicht umstellt. Ja, ich finde den Versuch an sich natürlich richtig, aber wenn es sich nicht auszahlt und in Toren niederschlägt, dann muss man es vielleicht irgendwann überdenken. Aber grundsätzlich, die Chancen waren ja da. Ne? Also, Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, da war ein Versuch dabei, den Ball nach vorne zu bringen, den man nicht hätte nehmen dürfen. Sehr schönes Tempo da bei TVP. Auch 7 Meter Foul. Leider nicht gepfiffen. Ja, und dann ist die MT Melsung nicht mehr zu bremsen. So aus der ersten und zweiten Welle. Das ist der Grund, warum sie hohe Ergebnisse einfahren. Ich frage mich, ob man vielleicht den Nico für den Mops bringen soll und dann den Spielzug nochmal spielt, also hier Jugo links, ja. Weil dann kommt einfach über die Mitte der Joko und dann ist einfach ein bisschen mehr Dampf dabei. Oder dass sie vorher tauschen, weil... Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es früher oder später kommt. Ja, sau stark, Flo.
Ja, man sieht das. Das Spiel heute, das passt einfach besser zu Jonas Kofler und zu Flo Wasberg. Die kommen dann besser mit zurecht. Die sind selber schnell auf den Beinen. Flo schon wieder mit dem nächsten Durchbruch. Ich traue es dem Jonas Kofler genauso zu auf der Halblinken dann. Da muss man mal sehen, vielleicht Nikola Jankovic, wie du schon gesagt hast, auf die Mitte und dann ist einfach mehr Tempo in den Beinen auf dem Feld. Das kann vielleicht ein Ansatz sein. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist noch nicht so schlecht, ja, 4-5. Auch die MT hat ihre Fehler gemacht und hat einige Bälle hergegeben, die sie wahrscheinlich üblicherweise nicht hergeben. Ja, dem TVP muss nur gelingen, die eigenen Chancen zu nutzen und die MT öfter in den Positionsangriff zu bringen. Sehr gut aufgepasst. Oh, starke Abwehr. Super. Rückpass. Rückpass, ja. Freistoß, sau stark. Schiedsrichter hat aufgepasst. Schade, da hat ein Treller gefehlt, dann wär Niklas durch. Aber es geht, wir haben den Ball. Ja, wir haben den Ball, starke Abwehraktion. Ja. Auch gut, dass er es probiert. Sah vielleicht ein bisschen knapper aus auf dem Weg nach vorne, ja. Dass er abgefangen wird wieder, aber super gemacht. Guck, das meine ich. Und jetzt. Das, die sind sehr weit draußen. Super schön gespielt da von Flo. Schade. Pack mal. Oh, das war traumhaft gespielt von Flo Wasberg. Jawohl, Itep. Und jetzt kann es schnell gehen. Schnell auf links außen. Zwei Mann frei am Kreis und links außen. Aber sie entscheiden sich dafür, den Ball langsam nach vorne zu tragen. Wenn man jetzt mal auf die Gesichter auf der Bank guckt von Melsung, dann sieht man, dass sie noch nicht richtig drin sind. Nee. So, und das müssen wir jetzt ausnutzen. Jetzt in der Ausgleiche geht's weiter. Ja, aber so ist es an Dienstagabenden wahrscheinlich. Ne? Da braucht man ein paar Minuten länger. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ist es auch gut, dass unsere Jungs was geschuftet haben heute schon. Ja, vielleicht. Ja. Ja, oder auch das Spiel am Sonntag. Ne? Das ist auch nicht lange her. Vielleicht haben sie das auch noch so ein bisschen im Kopf. Arm ist oben, TV Petterwall mit Zeitspiel angezeigt. Ja. Und Schritten von Jonas Kofler. Das sind die Fehler, die dürfen nicht passieren. Das sind direkt Gegentore. Eiskalt, ne? Die sind nicht zu verhindern. Was war jetzt? Oh. Vorbei? Am Tor vorbeigeworfen, glaube ich. Oh. Ja, anscheinend. Oh, Flo, ab geht's. Ich bin mal faul. Ja. Oh, ey, richtig Mehl gehabt, ey. Ja, ich glaube, da hat er Glück gehabt, dass sie zu zweit zusammengeschoben haben. Gegen einen alleine wäre es ziemlich sicher ein Stürmer gewesen. Aber gut, am letzten Sonntag habe ich auch das klarste Stürmerfoul meines Lebens gesehen und gab auch 7 Meter. Ja, aber Handball hat sich verändert und ganz ehrlich, ey, ist so eine Minimalentscheidung mittlerweile, ist total abgefahren. Ne? Man kann eigentlich sagen, in fast jeder Entscheidung sind es 50-50-Entscheidungen und das ist natürlich klar, dass wir beide die auf Petterweiler Seite sehen. Ja. Das ist nichts. Aber nur leicht. Stürmerfoul. Latte. Ja, Eckball für den TV Petterweil. Geblockter Versuch da von Jonas Kofler über die Mitte. Das war schön. Nix. Okay. Aber das sind Versuche, so muss man es versuchen. Man muss Mario Fernandes besser ins Spiel bringen. Definitiv. Entschuldigung. Ja, ihm Bälle zuspielen, der war natürlich sehr schwer. Bälle von unten nach oben sind immer extrem schwer zu fangen. Aber der Ansatz ist der richtige, dass sie ihn mit einbinden, dass sie ihm Bälle zukommen lassen. Ja, und guck mal, wie offensiv die decken, ne? Ja. Flo bricht, genau. Ja. Du musst den ersten Zweikampf gewinnen und dann hast du eine Überzahl, starke Zug von Flo. Ja. Auch ein bisschen Glück dabei. Ich glaube, das waren Schritte nach dem Foul, die 2 Schritte waren wahrscheinlich zu viel. Aber die Strafe gibt es trotzdem. Und jetzt werden wir mal sehen, was der TVP heute in der Überzahl anstellt. Die Überzahl am Sonntag war relativ schlecht ausgespielt meist. Also, ich... Ja. Ja. Ich bin halt auch nicht nur der größte Fan von dem neuen Spielzug, der eigentlich jetzt von der Kreisliga C bis zur Bundesliga gespielt wird. Ne? Also einfach 2 Kreise auflösen und der halbe geht einfach drauf. Ist ja schon relativ stupide. Ja. Aber funktioniert halt. Ne? Ja, funktioniert ziemlich gut, genau. Und der TVP probiert es jetzt auch so. Genau, so muss man machen. Ja, ich meine,
da wird einfach versucht, ein Mismatch herzustellen, wobei hier der Gegenspieler auch ein ganz schöne Kante ist. Aber es ist ein einfacher Spielzug, aber enorm effektiv. Er ist dicht am Tor und dann kaum noch zu halten. Ja, und Mario ist da natürlich auch ein Vieh, ne? Ja, so. So, die Torhüter ist draußen. Ja, Torhüter ist draußen, die MT Melsung mit 6 Mann im Angriff, bauen trotzdem relativ langsam auf, haben jetzt den Rückwechsel angesetzt. Gibt es den Freiwurf. Und sie bleiben mit 6 Mann im Angriff und versuchen es auf ein neues. Jetzt wird er rechts außen abgeholt, Ball über die Mitte auf den ehemals halbrechten und Abschluss aus dem Rückraum, aus einer enormen Distanz trifft er da aufs Torwart-Eck. Schade. Leg ab, auf außen. Gut so. Eigentlich wunderschön freigespielt, fast zu frei da an der Stelle. Dennis Bachmann trifft den Torwart im Gesicht. Wollte den Ball wahrscheinlich über den Kopf legen. Sehr, sehr ärgerlich. Aber der freut sich, glaube ich, trotzdem, dass er das Ding gehalten hat. Ja, bestimmt, ja. Ich glaube, der ging auch auf die Stirn, sah jetzt nicht so schmerzhaft aus. Ja, weiterhin, jetzt schon eine Viertelstunde gespielt, 5-6, ein Tor Rückstand, allerdings jetzt Ballbesitz für die MT Melsungen. Trotzdem, das Ergebnis in Ordnung für den TV Petterwall, noch ist alles drin. Wenn sie mal einen guten Lauf hinlegen würden, ihre Chancen besser nutzen würden, dann wäre auch ein Unentschieden oder eine Führung drin. Also ich glaube, bisher kann man nicht unzufrieden sein. Ich denke auch, ne? Jetzt noch ein bisschen abgezockter, ein bisschen die Chancen auswerten. Ich finde die Abwehr eigentlich gut. Ja, sehr gut. Wenn die Leute so Abschlüssen zwingen, sehr gut abgebrochen. Ja, jetzt die Überzahl ausspielen. Spiel sie aus. Ist vorbei. Gerade vorbei. Ja, da war die Idee doch nicht schlecht, den Ball direkt nach vorne zu bringen von ITEP. Denn die MT Melsungen hat ergänzt, steht jetzt mit 6 Mann wieder hinten drin in der Abwehr. Ich würde jeden Angriff Jugo spielen. Und der Torhüter ist schon stark. Super gehalten, ja. Sehr, sehr gut gehalten. Schade. ITEP Boali ist dran bei dem Hüftwurf, geht ihm aber durch die Beine ins Tor. Und der TVP nimmt die Auszeit. Nach 16 gespielten Minuten beim Stand von 5-7. Oh, es gibt ein bisschen Verwirrung. Offensichtlich ist keine Auszeit genommen, aber die Hupe betätigt. Oder zu spät getätigt. Oder ein Zeitproblem. Ja, also er muss jetzt der Lenny ran, ne? Muss der Lennart, Jogo links und dann voll drauf. 1-1 auf 9 Metern gewinnen, voll drauf. Alex, du nennst Spielzüge bei Namen. Vielleicht müssen wir für die Zuschauer ein bisschen erklären. Wenn du Jogo sagst, dann meinst du ein leeres Kreuzen auf der linken Seite, genau, denke ich. Genau, also der Mittelmann will eigentlich, verlagert sich ein bisschen nach links, will den Pass zu rechts außen spielen und dann kriegt der rechts außen den Ball und passt zu dem Linkshalben, der über die Mitte kommt und voll drauf geht. Und was die halt spielen in der Abwehr ist, dass der Gegenspieler vom Rückraum rechten, vom Flo, dass der rausgeht, den Pass verhindert und dann musst du einfach, du rechnest jetzt damit, das macht er ja jeden Angriff und dann muss er einfach, dann ist es ja wie ein Holen, dass der Mittelmann halb linken holt und dann muss jetzt der Lennart voll drauf, 1-1 und jeden Angriff ziehen. Also du willst erreichen, dass Florian Wasberg seinen Gegenspieler am Ende überlaufen kann. Ja? Also ich glaube, entweder kann er ihn überlaufen oder dass einfach der Halblinke bei uns, egal wer da steht, einfach mit schnellen Beinen Überschichten macht und ein nach dem anderen Mal den 23er rausklopft und immer 1-1 geht. Der wird ja auch irgendwann müde. Ja, eigentlich genauso ähnlich, wie wir es eben gesehen haben. Er wäre fast durchgekommen, da hat der hinten Mitte gerade noch sozusagen retten können für die Abwehr. Der TVP versucht es gleich nochmal so. Da liegt das nächste Zeitspiel in der Luft. Oh, und die nächste Zeitstrafe liegt auch in der Luft. Naja, auf keinen Fall. Das war gut gemacht. Na, wenn Flo ein bisschen weiter reißt, dann kann er gehen. Er war zu spät dran. Zeit der ist Arm ist oben. Nikola Jankovic tankt sich durch. Ja, 7 Meter, da ist die Abwehr im Kreis.
Der zweite Mann gut gezogen. War vielleicht gar nicht notwendig. Ich glaube, der erste Mann hat ihn ganz gut im Griff. Und wir sehen Jonas Kofler wieder antreten zum 7-Meter-Wurf. Ja, stark, ja, der Griff. Sehr schön. Zum 6:7 in der 18. Minute. TV Petterwald bleibt auf ein Tor ran. Die MT Melsungen jetzt auf der Halbrechten mit Groller, auf der Mitte die 23 Bregler und hier mit dem Wurfversuch die Nummer 29. André. Ja, das darf nicht passieren. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Versuchtes Kreisanspiel da vom TV Petterwald. Ball wird rausgespielt. Geht mit Freiburg weiter für den TVP glücklicherweise. Schade, da war Lennart, glaube ich, so ein bisschen aus dem Tritt geraten. Blieb ihm dann kaum noch was übrig, außer abzuschließen. Oh, den eigenen Mann angeworfen. Jetzt haben sie viel Platz, viel Zeit. Guck nach rechts. Geh selber. Ja, okay, hast du ja recht, Felix, hast du ja recht. Saugeiles Ding. Sehr gut, großes Glück natürlich, dass da der eigene Kreisläufer angeworfen wird und der Ball in die Hände des TVP prallt. Ja, aber jetzt nach 19 gespielten Minuten das 7:7. Ausgeglichener Spielstand. Ich hoffe, das kitzelt jetzt die MT Melsungen nicht zu sehr, dass sie jetzt mal einen Gang hochschalten, weil bisher in diesem relativ gemächlichen Tempo ist das ganz, ganz passend für den TVP. Ich finde es super bisher. Ja, ja, guck, auch da der ist nächste. Fast durch, will den Pass nach außen jetzt spielen. Clever. Sehr schön, da ist Nikolai ja, durch und also, die Führung. Das 8 so sieht's aus. Wir kommen jetzt die Auszeit, war, so sieht's aus. Sehr stark. Hab doch gesagt, dass wir die pflücken. Ja, aber jetzt ist eine Phase, da nutzt der TVP die Ballgewinne aus, die sie in den ersten 10 Minuten nicht ausgenutzt haben. Und dadurch die erste Führung, 8:7 für den TV Petterwald nach 20 gespielten Minuten. Und ganz ehrlich, ich finde auf jeden Fall auch im Moment so ein bisschen verdient, vielleicht ist es auch durch die gelb-schwarze Brille, aber wir sind irgendwie zwingender. Ja, was? Aber wir sind schon ein bisschen zwingender. Und man merkt irgendwie, dass, also ich habe eigentlich gedacht, dass Melsung hierher kommt, ein Feuerwerk abbrennt, dass die richtig mit Dampf kommen und dass wir eine Fracht kriegen. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, die MT hat noch so ein bisschen den Blues und beim TVP, die sind jetzt schon so ein bisschen heiß gelaufen. Die haben natürlich noch so das Messer vom Sonntag im Rücken stecken, was sie so ein bisschen antreibt, glaube ich. Aber ich befürchte, das wird bei der MT Melsungen nicht das ganze Spiel so weiterlaufen. Ja, mal schauen. Ne? Also mal gucken, wie es jetzt ist. Nach einer Auszeit ist immer spannend. Ja. Dann in der Anfang zweiter Halbzeit werden wir sehen, halt, was passiert. Ja. Aber ich glaube, dass bei uns auf jeden Fall jetzt ein gescheiter Puls da ist, ne? Dass die Jungs heiß sind. Jetzt auch sehr spannend bei der MT Melsungen neu auf halb rechts. David Kuntscher, auch ein enorm torgefährlicher Spieler. Ich glaube, da können wir uns auf einige Abschlüsse gefasst machen. Einer der Haupttorschützen. Ja, der Abwehr steht gut. Schlau stark. Rechts, guck, rechts. Sehr gut, das reicht Flo, wenn er ihn angeht. Ja, Mann! Sehr stark ausgespielt. Super ausgespielt, der Gegenstoß. So sieht's aus. Der Schlagwurf geblockt und direkt den Gegenstoß ausgespielt. Wunderschön zum 9:7 über Flo Wasberg. So, jetzt weitermachen, TVP. MT hat auch am Kreis gewechselt, ein neuer Kreisläufer. Positioniert sich jetzt für den Spielzug und Schritte. Ah, aber gut gemacht. Schön angezogen und dann doch den Hüftwurf angesetzt. Wunderschönes Tor da von halb links. So, direkt nachlegen jetzt.
auch jetzt neue Abwehrspieler drin, war eben auch schon im Angriff am Kreis, Rohan Şahin. Ja. Ah, schade. Machen fest. Gut so. Da hat es Marius sich eigentlich ganz gut gelöst. Die Idee, ihn da anzuspielen, war eigentlich ganz gut. Fest. Das ist sowas finde ich sehr ärgerlich. Durch die Verwirrung da beim Einwurf hatte der TVP eigentlich genug Zeit, sich zu stellen, und trotzdem kriegen sie noch die zweite Welle. Aber da musst du auch rausgehen. Wir stehen an 6 Metern fest. Ganz ehrlich, wenn du merkst, du machst ja schon deine 3 Schritte und merkst, der geht hoch, musst du raus und ein bisschen Körperkontakt. Ja, und er kommt mit enormem Tempo an, den muss man weiter draußen annehmen, das stimmt. So, Lennart Kusan jetzt mal auf die Mitte gewechselt. Nikola Jankovic, sie wechseln zurück. Flo Wasbeck wird ins Spiel gebracht, Lennart Kusan früh angegangen und Freiburg. Jetzt zum Beispiel eine defensive Variante, jetzt gehen sie bei Jugo links halt nicht raus zum Halbrechten. Ja. TVP probiert es wieder über den Kreis. Ja, Mann, oder sau stark. Sehr stark, super gemacht von Mario Fernandes. Kreisläufer. Da macht den Pest. Starke Abwehr. Super. Sehr, sehr gut die Abwehraktion. Zum 10:9 jetzt vorne der Treffer für den TV Petterweil. So Felix, jetzt muss ich mich mal fragen, du bist ja Kreisläufer gewesen, Experte durch und durch. Man hat 3 Minuten vorher schon gemerkt, dass der Nico den Kreis anspielen will. Ja. So, warum kommt er trotzdem an? Du hast ja mit Größen wie Fetzer und Co. gespielt. Jörn, meinst du jetzt Anspieler? Anspieler war der größte Daveta. Daveta, genau. Ja, Daveta, ganz gut, ja, genau. Und ja, gut, kommen die an. Letztendlich, natürlich. Oh, Ausgleich. Aber auch über den Kreis und auf der anderen Seite. Ja, letztendlich hast du recht. Es ist eine Situation, eigentlich weiß jeder, was passiert. Es kann höchstens ein Rückraum-Schlagwurf vielleicht noch passieren. Aber eigentlich weiß es jeder. Aber es ist ein Duell, Körper gegen Körper. Und da, wo Mario steht, kommt erstmal kein Abwehrspieler hin. Er deckt einen gewissen Bereich ab. Und wenn der Ball in den Bereich reinkommt, dann gibt es nicht mehr viel, was ihn dann vom Tor abhalten kann. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Mismatch für Melsung am Kreis, ne, mit der 24. Ja. Kompenhans ist auf jeden Fall guter Spieler, auf jeden Fall steht gut, schnell auf dem Bein, aber da fehlt dann doch irgendwie 10 Kilo Masse im Endeffekt, ja. Ecke! Oh, der Torhüter hat sich am Netz verhakt. Schiedsrichter korrigiert auch, weil der Torwart passiert. War nicht am Ball. Okay. Ja, natürlich hast du recht, mit Mismatch und körperlichen Vorteilen. Nichtsdestotrotz ist das eine enorme Arbeit, die der Mario da hier in den Zweikämpfen leistet. Und ich glaube auch, dass er das auch nicht 60 Minuten so durchhält in der Intensität. Man sieht das. Hier hat ständig Hände am Trikot. Meiner Meinung nach wird da auch zu wenig. Ja, stark! Sehr gut. Klasse Schlagwurf. Auch stark, Nico. Sehr gut, die Latte getroffen, Ball für den TVP. Und auch sehr wichtig, dass Nikola jetzt mal so einen Ball genommen hat, auch verwandelt hat, weil das zieht die Abwehr wieder ein bisschen mehr raus. Das wird dann auch dem Mario Platz verschaffen. Wobei jetzt Wechsel beim TVP am Kreis, jetzt Benedikt Pfeiffer kriegt jetzt die Gelegenheit für die letzten 5 Minuten in der ersten Hälfte. Genau, da ist er eingeblendet. Auf jeden Fall ein super Spieler aus der eigenen Jugend, eine Riesenkante. Unglückliches Anspiel eben gerade jetzt. Schade. Darf er oder muss er gar nicht anspielen? Ist selber durch, hat den Arm eigentlich frei. Ja, denke ich auch. Da war der Kreisläufer die schlechtere Variante. War natürlich ein Stück weit vorgenommen, dass er den da hinlegen wollte. Aber andere Varianten wären die bessere gewesen. So, Auszeit jetzt des TV Petterweil nach 25 Minuten. Spielstand 11:11. Kommt zufrieden alle, oder? Nach dem Spiel, ja. Also so haben wir es uns eigentlich gewünscht. TVP hat ein paar sehr schöne Aktionen dabei gehabt, auch ein paar ärgerliche, aber auf Seiten der MT Melsung ist es, glaube ich, nicht anders. Sie hatten genauso Ballverluste und ärgerliche Aktionen drin. Wir können zufrieden sein. Definitiv. Besonders im Positionsangriff haben wir sie einigermaßen unter Kontrolle, finde ich. Wenn du die ganzen erste, zweite Welle-Dinger wegnimmst, dann sieht es eigentlich sehr gut aus, ehrlich gesagt. Deswegen vorne mit Zug drauf, immer, dass ein Gegenspieler dran ist, immer, wie es Pro Köbel am Sonntag gemacht hat, immer mit, ich sag mal, einem leichten Foul versuchen, einen Abschluss zu finden. Ja. Und wer halt Bombe im Moment ist, der Flo auf jeden Fall. Schade, dass er eigentlich Sonntag gefehlt hat. Ja.
Ich glaube, das hätte den Ticken Unterschied ausgemacht. Dann hätten wir es wahrscheinlich knapp gewonnen. Ja. Ja, weil man muss natürlich dazu sagen, Flo Basbeck ist so der einzige richtige Linkshänder auf halb rechts, den der TVP hat. Natürlich gibt es noch zwei, drei andere Linkshänder im Kader, aber eben eher Außenspieler. Und da ist ein Flo Basbeck schwer zu ersetzen, weil es mit einem Rechtshänder auf halb rechts einfach ein ganz anderes Spiel ist. Sautark! 7 Meter! Traumhafter Wackler! Oh, das könnte doch was geben! Wird beim Wackler ja, super gemacht! Gelbe Karte dazu! Ganz toller Wackler auf ganz engem Raum mit viel Körperbewegung mit drin. Wunderschön. Damit sind jetzt bei der MT-Melsung auch die gelben Karten weg. Ab jetzt gibt es 2 Minuten. Ja, starkes Ding. Und der dritte 7 Meter von Jonas Kofler, den er verwandelt zum 12:11 nach gleich 26 gespielten Minuten. Was ich gut finde, ist, dass wir ein bisschen durchwechseln. Jetzt mal gucken, wie, wie die Abwehr Mittelblock mit dem Lennart und mit dem Bene steht. Ja. Wenn das jetzt auch noch einigermaßen klappt, dann das wäre der Hammer. Ja, und wie schon mal gesagt, dem TVP tut es sehr, sehr gut, dass das Tempo nicht so hoch ist, wie es erwartet hätte. Klar, in der ersten Welle ist es enorm hoch. Ah, super. Auch die zweite, aber im Positionsangriff, da gibt es Zeit, sich zu erholen, da gibt es Zeit, die Abwehr zu stellen. Und dann ist eben auch mal der ETEP da oder die Abwehr ist da. Ah, oh, Mann. Schade, Pech. Ja. Oh, Schritte. Er hat gerade noch runtergebracht den Ball, kurz vor dem vierten Schritt den Ball auf den Boden gebracht. Schade für den TVP. Gut für die MT Melsungen der Ballgewinn. TVP muss aufpassen. Und da ist die Temporali. So stark. Abwehr durch den Kreis. Was? Aber trotzdem gute Abwehraktion. Super Abwehraktion, ja. Ja, extrem ärgerlich. Das wäre ein sehr wichtiger Ballgewinn gewesen, aber gut. Manchmal sehen auch wir nicht alles. Jetzt neue Variante. Flo Wasberg fängt auf der Mitte an, setzt den Spielzug an. Sie holen rechts außen mit rein und bringen schön starkes Ding, Flo. Leicht geblockt, geht am Torwart vorbei, der Ball. Flo ist wirklich super stark heute, richtig gut on fire. Ja, und auch mit einer Leichtigkeit halt irgendwie. Absolut, ne? Also. Ja, richtig schnell auf dem Bein. Ich glaube, ihm tut es richtig gut, dass er so gegen Gegenspieler spielt, die er gewohnt ist. Ne? Die spielen einen ähnlichen Stil wie er, sind in einem ähnlichen Alter wahrscheinlich auch. Jawohl. Das kennt er, da kommt er sehr gut zurecht. Und die Melsunger schmeißen jetzt den Ball auch öfters mal weg, ne? Muss man auch mal so sehen. Also total unvorbereitete Aktion, auch auf der Halbrechten, die Haupttorschütze, hat jetzt 2-3 Mal einfach, wo der Ball einmal hingespielt, hoch, ist halt, den Griff geladen. Ich glaube, bei der MT Melsungen, es sind viele, viele junge Leute, viele Hochtalentierte und jeder will natürlich auch mal seinen Wurf nehmen. Ne? Das kann, wenn sie nicht reingehen, kann das auch schädlich sein. Ganz genau. Ah, jetzt kommt ja ein schöner Pass nach außen, kaum. Oh, das war stark gemacht. Der absolute Wahnsinn. Das Tor gönnen wir ihm. Weltklasse Handball war das eben. Da hatte der Linksaußen eigentlich keinen Winkel mehr, keine Chance mehr und kann aber auf seinen Mitspieler bauen, der da zum Camper eingesprungen kommt. Klasse Aktion. War es ein bisschen zu eng, auch wenn der Bene da steht und dennoch 2 Abwehrspieler. Ja, aber gut, wenn es einer probieren kann, dann kann Nikola Jankovic probieren, durch solche Lücken durchzukommen. Es war eine enge Geschichte. Mit ein bisschen Glück ist der Abwehrspieler vielleicht im Kreis. Dann kann er eine Strafe rausholen. Kann man probieren, sowas. Ah, geiles Ding, schade. Ah, vor allem, dass sie jetzt noch mal einen Ball kriegen. Ja. Flo, nimm einen raus wenigstens. Dreht ihn am Tor vorbei. Oh, ruhig, 50 Sekunden noch. Einfach ruhig. Gut, hat sich immer versichert, wie lang es noch ist. Ja. Also 33 Sekunden zu spielen.
TVP entscheidet sich, den Ball runterzunehmen, wahrscheinlich jetzt auszuspielen bis knapp vors Zeitspiel und dann mit einem Spielzug ordentlich vorbereitet nochmal einen ordentlichen Abschluss zu nehmen. Und ein Tor. Ja, und hoffentlich nicht mehr genug Zeit für die MT nochmal zurückzuschlagen in der Halbzeit. Ich finde, der Nico hat es auch dynamischer gemacht, unser Spiel. Ja, klar. Also es ist ja sozusagen natürlich, liegt es in der Natürlichkeit der Sache, dass er schnellere Beine hat als jetzt Stefan Pletz zum Beispiel. Ja? Und das Spiel passt so mit den schnelleren Leuten einfach ein bisschen besser auf die MT als das Spiel über die Schützen. Der muss rein. Ja, Mann! Ja, super abgeschlossen. Jetzt keine Bude mehr. Kein guter Winkel. Oh, falscher Anwurf. Falscher Anwurf wird zurückgeführt. Ja, damit stark, ist die Zeit stark, ausgelaufen. Sehr gut gemacht. TV Petterweil. Sehr gut gemacht. Der TVP geht unerwartet mit einer Führung von 14-13 in die Halbzeit. Wir können auf eine spannende zweite Hälfte gespannt sein, wenn es so weiterläuft. So, in der Halbzeitpause haben wir gleich ein Interview mit einem Herrn, der fast allen hier bekannt sein wird. Sie können sich darauf freuen. Gleich sehen Sie hier Alex Kunkel und einen Interviewpartner. Wie wollen wir es machen? Also, bitte egal, können wir jetzt. So, Test. Okay, wir sind wieder on. Also, bei mir jetzt ein Mann, den ich in Petterweil auf keinen Fall vorstellen muss. Ich mach's mal für unsere weltweiten Zuschauer trotzdem. Bei mir ist Maggi Lange, eine Institution hier beim TVP. Max, wie siehst du denn bisher die Saison? Ja, grüß dich erstmal, Alex. Hi, grüß dich, sorry. Und die ganzen Fans und Handball Hessen. Ja, ich sehe die Saison eigentlich sehr positiv, ja. Luft nach oben ist ja wie angeblich immer. Und du musst halt in der Oberliga 90 Minuten wirklich voll konzentriert auf der Platte stehen. Voll konzentriert auf der Platte stehen. Ja, ich denke auch, ne? Sieht man ja heute beim Spiel auch. Wenn du jetzt guckst, ich meine, du warst der Trainer, der uns in die Landesliga hochgeschossen hat. Wie siehst du denn die Entwicklung so seitdem? Ja, die Entwicklung sehe ich so weit, dass das vom Technischen her noch viel, viel höher geworden ist, ja. Und natürlich auch von der Geschwindigkeit, das sehen wir heute hier am allerbesten, ja. Von der MT-Melsung, die macht uns das Performance vor, ja. Finde ich auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch immer schön zu sehen, wir waren damals auch viele Petterweiler, jetzt haben wir auch wieder viele dabei. Ich finde es auch cool, dass dein Sohnemann, der Pierre, auch immer noch
als Reserve dabei ist. Heute ist er auch im erweiterten Kader. Wäre ja schön, wenn wir ihn heute nochmal sehen würden, ja, oder? Ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, ja. Und warum nicht? Ja, auch der Totti, der Thorsten, ja. Aber wenn die Jungs so weiter konzentriert weiterspielen, dann reißen die das auch selber, ja. Weil hier ist was drin heute. Das denke ich auch. Wie ist denn deine Prognose für die zweite Halbzeit? Ja, die Prognose für die zweite Halbzeit ist, wir müssen noch viel, viel konzentrierter vorne im Angriff spielen. Jeder Fehler wird hier hundertprozentig durch einen Tempo-Gegenstoß bestraft. Da knallt es hinten, ja. Und Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Wie früher, Alex. Auf jeden Fall. Sicher auch so. Dann sind wir mal gespannt, wie die zweite Halbzeit wird. Ich finde es total geil, dass ich nach 20 Jahren, wo du bei mir Trainer warst und dass ich hier mit dir sowas nochmal machen darf. Logo, Fall. Logo, immer. Dass wir die zwei Punkte holen und dann Logo. Ist es hier super. Also. Mich freut es auch heute, dass heute wenigstens so viele Leute in die Halle gekommen sind, so circa 80 Stück. Ja. Danke. Definitiv.
Danke. Ist dem Alex hier eine Scheißanlage, wenn hier drei nebeneinander stehen? Und seid auf jeden Fall gut drauf. Immer wieder auf den Stand. Wir passen auf den Stand, wenn es gut ist. Ja, auf, hau raus. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück in der Sporthalle Petterweil am Sauerborn mit Anwurf für die MT Melsungen beim Spielstand von 14:13 für den TV Petterweil. Ja, wir freuen uns auf eine spannende Halbzeit. Das Ende der ersten Halbzeit hat es schon in sich. Da ging die Stimmung hier schon dramatisch nach oben. Wir hoffen, dass es für den TV Petterweil so weiterläuft, wie wir in die Halbzeit gegangen sind. Ja, ich denke auch. Ne, jetzt kommt es drauf an, die ersten 10 Minuten sind entscheidend. Wenn wir da ein bisschen den Schneid abkaufen können, dann... Ja, das wäre schon nicht schlecht. Ja. MT Melsungen holt den Kreisläufer ab, um Geschwindigkeit reinzubringen. Ball läuft weiter gut durch. Ja, starke Abwehraktion. Und der TVP hat eine Hand dazwischen. Eckball für die MT Melsungen. Eben durchs Bild. Ein ehemaliger Handball-Veteran hier aus Petterweil, Maximilian Rautschka. Rückraumabschluss. Ite Boali hat die Hand am Ball, kriegt ihn fast in den Griff. Aber leider schlägt er doch im Tor ein zum 14:14 nach gleich 31 gespielten Minuten. Das geh hin. Gibt es jetzt noch 2 Minuten für einen oder was? Oh, krass. Ja. Okay. Abspielfehler. Aber da haben wir den, oder? Haben wir den Ball? Ja, ja. Abspielfehler da beim Wechsel. Der Ball springt weg. Beide gehen dem Ball hinterher. Wir haben es hier in dem Gewühle nicht so ganz gesehen. Es sah so aus, als ob der Spieler der MT Melsungen den Petterweiler ein bisschen gezogen hat am Trikot, um sich den Vorteil zu verschaffen. Ja, gibt dann 2 Minuten. Und Freiburg für den TV Petterweil. So, dann gucken wir mal, was wir mit meiner in der ersten Halbzeit geforderten Aufstellung jetzt reißen werden. Ja. So. Jonas Kofler nimmt sich selbst den Ball da in der Überzahl, wird geblockt und kriegt, Ball ist nass durch den Block am Arm des Abwehrspielers, kriegt ihn deswegen nicht gut zu fassen, muss nachgreifen, hat dann 2 Mal gemacht. Deswegen Ballbesitz für die MT Melsungen. Und sie nehmen wieder den Torhüter raus. Ich spiele mit 6 Feldspielern. Genau. Bauen natürlich jetzt wieder langsam auf da in der Unterzahl. Das ist auch so eine Sache, das finde ich, machen manche Mannschaften falsch, wir auch. Wenn sie den Torwart wechseln, dann spielen sie besonders schnell und auch der Wechsel zurück passiert wieder besonders schnell. Das machen wir, glaube ich, noch ein bisschen unclever. Die MT Melsungen hat jetzt hier gut und gerne fast 30 Sekunden runtergespielt, bis überhaupt die Aktion startet. Aber Ite Boali ist da, hält den Ball, TVP deswegen wieder im Ballbesitz. Melsungen hat schon wieder zurückgewechselt, allerdings jetzt weiterhin in Unterzahl. TV Petterweil kann die Überzahl ansetzen. Nikola Jankovic schickt den eingelaufenen Felix Kofler wieder raus, geht selbst an den Kreis. Jetzt ist es an Jonas Kofler, die Überzahl auszuspielen. Nimmt den Ball wieder selbst, stark gehalten. Trotzdem, für mich haben Kreisläufer und Linksaußen so viel Platz. Die drei, Jonas, Kreisläufer, Mario Fernandes und der Linksaußen in dem Moment, die müssen es gemeinsam lösen und nicht Jonas den Wurf selbst nehmen. Aber das finde ich bei dem Spielzug auch schwieriger, weil eine Person entscheidet alles. Ne? Bei Neulinks oder bei der Eins. Darauf einfach anders. Ne? Darauf läuft es hinaus, das ist richtig. Oh, auch Schritte verdächtig, die Aktion. Wird leider nicht gepfiffen. Für mich auch wenig Schrittepfiffe. Also ich glaube, Melsungen hat noch keinen Schrittepfiff gegen sich bekommen. Natürlich, es läuft in unheimlichem Tempo ab, aber da eben für mich eigentlich relativ deutliche Schritte. Ja, aber ich finde trotzdem, dass die Schiris ihren Job sehr gut machen. Auf jeden Fall, Von der Linie her, ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass sie nicht alles pfeifen, sondern auch ein bisschen was laufen lassen. Das
Ja, das ist sehr angenehm heute. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Gerade so Abschlüsse aus dem Rückraum, von den Halben und so, da wird nicht alles gepfiffen. Boah, was ein Apparat, ey, Alter. Was? Hä? Oh, ab mir durch den Kreis. Ja, kann auch einfach das Tor pfeifen. Sehe ich nicht, warum er... Na gut, wahrscheinlich, vielleicht war Felix Kofler dann selbst im Kreis beim Abschluss, stand vielleicht wieder, sodass er deswegen auf 7 Meter gibt. Ansonsten hätte man vielleicht auch beim Tor bleiben können. Jonas Kofler tritt erneut an, mit der Möglichkeit jetzt auf 15 zu stellen. Ausgleich wieder in der 34. Spielminute. So, den müssen wir jetzt mal holen. Oh, eingeblendet, unser Edeltrommler, auch ein Mitglied der Familie Wassberg. Also diese Familie ist sehr stark hier vertreten, immer. Also vielen Dank auch dafür. Ja, auf jeden Fall 10 Meter. Und 2 Minuten. 2 weiß ich nicht, aber... Aber er erwischt den falschen Spieler da. Das war eigentlich der Halblinke. Nikola hat eigentlich außen gedeckt. Ich glaube, da haben sie den Falschen erwischt. Vitepp könnte mal einen rausnehmen. Ah nee, ich muss mich korrigieren. Wer ist raus? Niklas Wagner. Ah, Niklas ist raus, okay. Schiedsrichter hat das jetzt auch nochmal mit den Sekretären geklärt. So dass jetzt der 7 Meter der MT Melsungen ausgeführt werden kann. Der Hammer ist da! Wenn ich schon sowas davor sage, ist er der Hammer heute. Sehr stark. Die lange Unterbrechung hat vielleicht auch gut getan. Es ist immer schwer für den Schützen, nach so einer langen Pause dann den Wurf auszuführen. Und dann gegen Ite Boali, der ist eiskalt. Und weißt du, jetzt ist hier ein bisschen Stimmung in der Halle, weil es kommt noch nicht so rüber. Ne? Ja, ist natürlich schade. Ein bisschen zu ruhig eigentlich dafür, dass es so knapp ist. Irgendwie 50 oder 100 Zuschauer mehr und die Halle würde total kochen. Sind ein bisschen zu wenige, aber trotzdem, die Stimmung ist da. Ich glaube, die Leute, die da sind, wissen genau, woran es ist. Ja, Mann! Ah! So. Jonas zieht einmal an, geht dann ein zweites Mal hoch auf den zweiten Schritt. Und trifft zum 16:15, erneute Führung für den TV Petterwal nach 35 Minuten. 1:0, die Unterzahl gewonnen, wenn es so weitergeht, wäre schon stark. Aber gar nichts. Geht er runter, will die nächste Strafe ziehen, geht aber viel zu schnell. Ich glaube, das haben die Schiedsrichter auch gesehen, dass er da viel zu schnell zu Boden geht. Aber jetzt zum Beispiel hier David Kutschler, heute noch überhaupt kein Faktor, oder? Der Halbrechte, der hier 7, 6, 10 Tore im Schnitt macht, keine Ahnung. Ja, er hat auch noch nicht so viel gespielt, kam spät. Ich habe das Gefühl, der hat noch ein paar Pfeile im Köcher. Wir sollten, glaube ich, auch langsam mal ein Phrasenschwein einführen hier. Da können wir am Ende der Saison nach Mallorca fliegen. Oh, jetzt der Rechtsaußen schön freigespielt. Ja, Mann! Der ist da! Nein! Einmal die Pfoten mal weglassen. Wenn die das pfeifen, dann musst du die Pfoten weglassen. Ich glaube, er hat angezeigt, dass er einen Fuß im Kreis hatte. Ich weiß es nicht. Aber der Abschluss war so frei, den muss man trotzdem laufen lassen. Selbst wenn die sich da ein bisschen berühren, den kann man laufen lassen. Aber du weißt, wie es ist. Berührung, wenn er ein bisschen im Kreis ist, sofort 7 Meter. Ja, logisch, klar. Ja, Mann! Da ist er wieder! Das sind jetzt ITEPs Minuten. Wow, jetzt muss mal die Halle kommen. Die Halle steht auf. Jetzt ist hier richtig Stimmung endlich. Die Halle steht, hoffentlich kann die Mannschaft die Leistung von ITEP nach vorne transportieren und im Angriff ähnlich nachlegen wie ITEP hinten in der Abwehr. TVP wechselt wieder, 6 Mann im Angriff, ITEP ist gerade auf der Bank. Ich hoffe, dass Pierre Lange kam, glaube ich, jetzt rein auf der Linksaußen, dass er ein besseres Gefühl dafür hat, wann er zum Wechsel wieder rausläuft. Was noch ein Faktor? Warte kurz. Was noch ein Faktor ist halt, ne, wir können noch, glaube ich, 1-2 Spieler von der Reserve reinholen. Jetzt steht auf links außen Lennart Kusan, den bräuchten wir im Rückraum. Ne? Okay. Also die Frage ist einfach, ob wir nochmal Marc Stoihalf oder vielleicht auch einen Breido reinholen. Ne? Ja, wäre ja eine geile Nummer auf jeden Fall. Ich dachte eben schon, dass das der Pierre wäre da auf links außen, weil ich sehe Lennart auch nicht auf links außen. Nein, nein. Doch.
Ach, Leute. Hammer. Ja, ja, super. Zu stramm der Pass, zu hoch angesetzt, geht ins Aus. Und jetzt guckt ihr die Körpersprache an, ne? Das meinte ich. Jeder bläst mal ein, irgendwo anders hin, ja, und jetzt müssen wir einfach clever sein. Aber der TVP muss nachlegen, ne? Sondern irgendwann ziehen sie sich sonst selber wieder raus. TVP muss nachlegen, dass das Spiel bis zum Ende eine heiße Kiste für die MT bleibt. Nikola jetzt wieder über die Mitte, Jonas Kofler kann gehen, lauf. Ha, leg das Ding auf außen ab, Mann. Oh, auf der Bank von der MT Melsungen, da brennt es auch richtig. Da gab es eben ordentlich Ärger durch den Fehler. Ah, Nikola verliert den Ball. Links auch. Sehr ärgerlich. Wichtige Angriffmöglichkeit zur 2-Tore-Führung. Die gibt es nicht allzu häufig. Konnte nicht genutzt werden. Ah, guter Abschluss. Oh, super Abschluss, ja. Super Tempo da. Also ich weiß nicht, ich würde vielleicht, weiß nicht, was mit dem Dennis Bachmann ist, warum der auf der Bank sitzt und der Felix Kofler als rechts oder auf rechts außen, ja, ist. Er soll einlaufen vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber er hat ein, zweimal dazu angesetzt. Ich weiß nicht, ob es Vorgabe war oder ob er es halt macht, weil er in sich eben den Kreisläufer spürt, dass das der Grund ist, warum er einläuft. Ja, oder vielleicht halt auch, weil es ein langer Wechsel wäre, ne? Also der rechts außen wäre auf dass sie ihn in der Abwehr brauchen, ja. Ja. Aber da wäre die Frage, ob man halt einen Lenny nachnominiert, ne? Ja. Andererseits muss ich sagen, die Abwehr steht, ne? Felix Kofler ist wichtig gerade in der Abwehr. Jawohl! Super gespielt! Stark, Flo! Ein ganz einfacher Wechsel mal da von Nikola angesetzt und Flo mit unwiderstehlicher Dynamik kommt da hinten rum und legt den Ball ins Tor. Sehr gute Abwehraktion. Klasse Abwehr da von Jonas Kofler. Schön den Wurfarm von vorne erwischt. Aber Flo. Ja. Ach, das sind die 2 Minuten dann, weil der Mann so lange liegt. Aber das habe ich schon gegen Kleenheim damals gesagt. So Aktion ist immer gut, wenn die Halle ein bisschen aufgeheizt sind, alle sind ein bisschen unrecht, fühlen sich unrecht behandelt und dann wird hier ein bisschen gepöbelt, ist immer manchmal ganz gut. Ganz ehrlich, das sind 2 Minuten, die kann man schon geben. Ja, auf jeden Fall. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass es so spät kommt und erst nachdem der Mann lange am Boden liegt und behandelt wird, dann wird sich's überlegt. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber an und für sich kann man die natürlich geben. Es war im Wurfarm gegriffen, es war natürlich von vorne, aber ja. So, im Bildschirm eingeblendet sehen Sie jetzt unseren altbekannten Spendenaufruf. Sie wissen Bescheid, in der Apotheke ist ein Spendenschwein aufgestellt. Da können Sie gerne, wenn Sie die Apotheke besuchen, den ein oder anderen Euro vielleicht für diesen Stream hier einwerfen. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten gibt es noch das Spendenkonto, wo man natürlich auch überweisen kann. Aber wer mal ein schönes Örtchen sehen will, der fährt mal nach Petterweil. Wir haben ein Schloss, wir haben eine schöne Halle und für die Insider, wir haben auch die Schneckenhecke. Und nicht zu vergessen, eine Apotheke mit einer der kompetentesten und besten Beratungen, die man sich vorstellen kann. Das vorneweg, ja. Thomas Gress auf jeden Fall ein Supermann. So, jetzt mal eine solide Abwehr. Ja, allerdings natürlich ärgerlicherweise in Unterzahl. Ich bin gespannt, was die MT Melsungen jetzt für einen Spielzug ansetzt. Sie haben da mal munter durchgewechselt, eigentlich relativ viel verändertes Personal im Rückraum. Nein. Ja, aber ist okay. Nee, ich finde es nicht okay. Ja, war schnell. Doch. Er hat den Ball nicht richtig unter Kontrolle und das ist eher ein weggestoßener Ball. Da hat der Abwehrspieler nicht viel Aktien drin, den hat er einfach nicht unter Kontrolle. Natürlich, ich weiß, da wird selten Freiwurf gegeben oder so. Ich würde laufen lassen oder höchstens Freiwurf. Schade, ich habe das Gefühl, jetzt geht das Spiel so ein bisschen gegen TVP. Die letzten 2-3 Minuten viele ärgerliche Entscheidungen, keine eigenen Tore mehr.
und auch so, ja, die Stimmung geht jetzt hier ein bisschen runter. Der TVP muss unbedingt schaffen, jetzt mal wieder durch eigene Tore, ein, zwei gute Aktionen, die Stimmung wieder hochzuziehen. Noch steht es unentschieden, noch ist alles super, alles drin. Natürlich ist es ärgerlich, dass die zwei Tore Führung nicht kam. Am Hals, oder? Okay, schade. Naja, aber jetzt erstmal die Unterzahl überstehen. Stefan Pletz gut ins Spiel bringen. Du musst halt jetzt aufpassen, dass du nicht das gleiche machst wie gegen Proköbel. Ne? Proköbel war auch die ersten 50 Minuten super und auf einmal liegen wir das erste Mal hinten. Und dann ging sofort der Kopf runter. Das darf jetzt nicht passieren. Das heißt, Feuer drauf. Dann machen wir jetzt einen. Und dann sieht es alles wieder gut aus. Ja, und vielleicht auch mal über Mario Fernandes, den wir hier gerade eingeblendet sehen. Da wird wahnsinnig gearbeitet am Kreis. Ja, stark! Gut, ich bin mir sicher, wenn mehr Aktionen über Mario laufen würden, dann würde auch der TVP den einen oder anderen 7 Meter bekommen, weil es ist wirklich hart, wie da gegen ihn gearbeitet wird. Ja, aber die Melsunger gehen nicht mehr so sehr raus wie... Da ist das Anspiel, da muss ein Pfiff kommen, Das kann nicht sein. Das ist nicht zu glauben, wie da am Mario gearbeitet wird. Dass das ohne Pfiff abgeht und eher auf der anderen Seite gibt es einen 7 Meter bei kaum Kontakt, das ist krass. Also wie kann das kein Freiwurf sein? Das ist mir unbegreiflich. So, jetzt haben wir die Unterzahl, ein Schritt verloren, oder? Ja. Es werden keine Schritte gepfiffen, das ist verheerend. Aber die Abwehr steht super. Das muss man auch mal sagen, ja, dass der Niklas und dass der Gecko auch einen richtig guten Job da auf den Halben machen. Auf jeden ne? Fall. Richtig drauf, gegen so agile Spieler, trotzdem stehen sie gut. Jetzt Zeit ist oben, ist der Arm jetzt oben darf keiner fallen. Block das Ding. Jawohl! Da ist er, da ist Itepal. Der Block steht super. Ball für den TV Petterwald da in dem Zeitspiel. Gecko. Und... Flo zieht, der kann den nehmen aus dem Winkel. Starkes Ding! Was für ein Tor! Jawohl, Junge! Sauber! Wahnsinnstor, ja, das von Flo. Genau Wasser. Das brauchen wir. Obwohl er von zwei Mann bedrängt wird, schweißt er das Ding da im Winkel ein. Wahnsinnstor. Ach. Also jetzt... ich weiß, ich darf nichts mehr gegen die Schiedsrichter sagen, aber ich habe das Gefühl, jetzt geht es einfach in Richtung Favoritensieg. Es ist traurig, aber es fühlt sich so an. Wenn ich sehe, wie auf der anderen Seite mit dem Mario umgegangen wird, das ist eins und eins dasselbe. Aber mal gucken, was sie jetzt da machen. Ja, vielleicht ich hoffe, dass sie es auf der anderen Seite das Gleiche machen, aber... Jawohl! Klasse abgefangen da von Nikola Jankovic, frei vom Tor. Ja, und er macht ihn! Das 19:17 für den TVP in der 42. Spielminute. Und die Melsunger Bank ist still. Ja, ich glaube, da brodelt es richtig. Da brodelt es richtig, der Ärger ist groß. Aber gut gespielt. Ja. Und vorbei. So. Und diesmal kein Freiwurf hinterher. Jetzt haben sie die Überzahl 2-0 verloren, ne? Oh, jetzt der TVP ist gefragt in eigenem Ballbesitz. Sie holen wieder den 6. Feldspieler aufs Feld. Itep Boali ist draußen. TVP mit dem Spielzug holen den Halbrechten, bringen Stefan Pletz ins Spiel. Der muss werfen. Ja, der sauber! Da rechnet schon keiner mehr mit dem Abschluss. Der Torwart schon zu stark auf seinem Eck und da tippt der Ball ins Abwehreck. Sind wir in der Unterzahl? Sehr gut da. Stark. Sehr gut. 3-0 in Unterzahl. Sehr gut, dass Benedikt da unterbunden hat. Da war eigentlich die Überzahl nach rechts. Wenn Melsung da ausspielen kann, gibt es einen freien Abschluss von rechts außen. Sehr schön unterbunden. Sie versuchen es wieder nach links zu verlagern, um den rechts außen frei zu bekommen. Ja, nehmen wir. Und 7 Meter okay. Und die nächsten 2 Minuten, wenn wir Pech haben. Aber dennoch keine klare Torschuss wieder. Ne? Also das ist schon okay in der Abwehr. Und ich mache mir ehrlich gesagt mehr Gedanken, wenn er auf außen abräumt. Der Fuchs ist schon stark. Von daher. Ja.
Ich hoffe, dass jetzt keine zwei Minuten kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn er noch eine Weile liegen bleibt. Nee. Oder aber sie würden auch dann mehr bei ihm stehen, ist in Ordnung. Ja. Anscheinend hat es Nikola Jankovic doch ein bisschen härter da getroffen, der Zusammenprall bei seinem Foul. Ich hoffe, er kann weitermachen, weil er hat das Spiel des TVP schon sehr gut belebt. Total, ne? Total. Super schnelle Beine, ja. bringt da die Abwehr der MT Melsungen stark in Bewegung. Ja, braucht eine Weile, bis er wieder da ist. Ja. Die Ostblock-Jungs, die sind hart im Nehmen. Das geht schon. Ja, aber so wie es aussieht, würde er jetzt zumindest mal die nächsten ein, zwei Angriffe wahrscheinlich nicht mitmachen können. So, ITEP ist vorne. Ah, schade. Er ist im richtigen Eck, die Hände sind da, Ball geht durch. Das 20-18 in der 45. Spielminute. Hey, vollzählig. So, TVP jetzt im Positionsangriff beim Stand von 20-18. Jonas Kofler jetzt auf der Mitte für den verletzten Nikola Jankovic. Wir hoffen, dass er bald wiederkommt. Stefan Plätz auf der Halblinken und weiterhin Flo Wasberg. Rechts unten. Da wieder ein ähnlicher Wurfversuch wie zuletzt, mit ein bisschen wenig Tempo im Ran! Ja. Starke Abwehr. Klasse. Mega gut vom ITEP. ITEP einfach überragend bei solchen Abschlüssen. Und er verzieht keine Miene, ganz entspannt. Nein. Ah ja, ist halt Dienstagabend. Das ist für ihn wahrscheinlich lockerer als ein übliches Dienstagabendtraining. Ja, genau. Ja. So, TVP wieder mit dem ähnlichen Spielzug. Was? Jawohl, aber das pfeifen sie jetzt. Ja. Dann, und weißt du, ich finde es dann ganz gut, wenn sie auf beiden Seiten pfeifen. Wenn ja, ist in Ordnung, klar, da war ja auch nicht viel. Ist super, dass sie es pfeifen. Aber der Abwehrspieler geht ein bisschen durch Kreis, verkürzt den Weg. Kannst du pfeifen. Ja, ja, klar. Wenn Jonas so auf die Lücke geht, ist er natürlich auch dann fast nicht mehr zu halten. Ne? Nur noch mit Foul. Und jetzt 7 Meter. Ja, Mann! Martin! Super stark! 21-18! Noch 14 Minuten zu spielen! Es wird immer konkreter, immer spannender, spitzt sich das hier in der Schlussphase zu. Aber 14 Minuten sind noch lange, lange zu spielen. Aber insgesamt macht es der TVP einfach richtig gut. Das Tempo, genau das, was der TVP braucht. Ja, super Abwehr von den... Perfekte Abwehr da. Super Koblers, sau stark gemacht. Von den Kofler-Brüdern da, schön gebremst. Klasse, Abwehr. Diesmal sogar den Halbrechten gebremst. Die Abwehr steht super. Jetzt kein Tor, Leute. Ja, starke Abwehr. Sie lassen es laufen. Der Ball ist frei. Geht zu ITEP Buali durch. TVP hat die Möglichkeit, jetzt ruhig aufzubauen, in den Positionsangriff zu gehen. Beim 3-Tore-Führungsstand von 21-18 und 13 zu spielenden Minuten. Jetzt nochmal einen nachlegen. Jonas Kofler stellt seinen Kreisläufer nach links, setzt einen Spielzug an, holt Niklas Wagner, der verliert leider den Ball und fällt in den Gegenspieler rein. Jetzt muss er Gas geben, dass er zurückkommt, dass nicht Melsungen auch noch die Überzahl ausspielen kann. Er schafft es nicht, sein Außen ist frei und macht das Tor zum Glück ohne Strafe. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Ja, ärgerlich. Da müssen die Kollegen vielleicht für ihn ausgleichen. Die Mitspieler müssen eigentlich sehen, dass er es nicht rechtzeitig zurückschaffen kann. Und natürlich auch mal sagen, war auch ein schönes Tor, ne? Ja, natürlich, klar. Und ehrlich gesagt auch, es wäre 7 Meter oder kann sogar 2 Minuten geben bei der Aktion. Aber richtig, das ist alles, so. Kommt alles dadurch, dass er halt zu spät zurückkommt, weil er eben selber in die Aktion verwickelt war. Das muss die Mannschaft sehen, muss dann ausgleichen, ne? Oh! Für die gleiche Aktion gab es eben 2 Minuten auf der anderen Seite. Also ich finde, ich muss sagen, ich finde es irgendwie nicht so gut, wenn wir 2 Kreise auflösen.
Ich finde einen Kreis besser, Spiel ist breiter. Es ist zu sehr geknorrt in der Mitte. Also meines Erachtens. Ja gut, es bindet natürlich die Abwehr tiefer, also dichter am 6 Meter. Das ist natürlich teilweise von Vorteil, wenn man Leute wie den Stefan Plätz in Schussposition bringt. Jetzt muss er werfen. Ja, jetzt muss er werfen. Er macht's auch, aber drüber. Ja, egal. Ich hätte auf jeden Fall auch hochgeworfen. Das ja, trotzdem ärgerlich für mich, das Foul an ihm, dass dann nur Freiwurf gepfiffen wird und direkt danach der Arm hoch. ITAP ist so krass heute. ITAP ist Weltklasse heute. Damit, ey. Genau die Bälle brauchen wir. Unmotivierter Abschluss um die Hüfte rum und da ist ITAP da. ITAP mit einer Weltklasseleistung wieder mal. Oh, Nico ist wieder drin. Und am Kreis Benedikt Pfeiffer mit der nächsten Gelegenheit. Ah, Ballverlust. Hol mir! Ja, schade. Wieso wird er wieder gepfiffen? Schade, sehr ärgerlich. Jetzt mehrfach die Gelegenheit wegzuziehen, ein bisschen in Führung mit Ballbesitz. Nicht genutzt durch zwei individuelle Fehler, den Ball verloren. Jetzt die MT Melsungen wieder im Ballbesitz. Gleich 10 Minuten vor Spielende mit 2 Toren Rückstand und der Möglichkeit auf ein Tor anzuschließen. Oh, schlechtes Anspiel auf dem Boden. Er macht das Beste draus, kriegt ihn nochmal hoch. Festmann, ja, war nix, war nix. Stürmerfoul. Der ist weg, ist der nicht weg? Hat er einen gekriegt? Also meiner Meinung nach ist er ausgerutscht und in den Mann reingefallen. Ich hab's auch nicht gesehen, vielleicht hat der Joko ihn erwischt irgendwie, aber das war sehr unglücklich. Also wenn, dann habe ich es nicht gesehen. Ja, doch, für mich die Backe ist rot. Okay. Ja, dann war das von hier wahrscheinlich schlecht zu sehen. Anscheinend hat Jonas Kofler den Gegenspieler im Gesicht getroffen, sodass er dann zu Boden gegangen ist. Von uns aus sah es aus, als wäre er gestolpert und ausgerutscht. Schade, schade. Jetzt in Unterzahl, Ballbesitz für die MT. Wir sind gespannt, wie sie die Überzahl jetzt ausspielen. Oh, wieder Schritte. Ich verstehe das nicht. Ja, war gut gespielt, muss man schon sagen. Ja, aber da gibt es regelmäßig Schritte im Rückraum, das wird einfach nicht beachtet. Das ärgert mich regelrecht. Auf der anderen Seite wurden auch schon Schritte und ähnliche Vergehen gepfiffen. Oh, es tut was auf der Bank. Thorsten Koch wird eingeblendet. Ah, und Ballverlust für den TVP, leeres Tor. Und der Spieler verzieht. Vorbei. Ach nein. Aber 2 Minuten. Wofür denn? Was? Jetzt, sie das geben 7 Meter. Meter machen, wenn der von 30 Metern wird. Er ist von 30 Metern beim Wurf behindert worden. Krass. Aber der war auch überhaupt kein Foul. Ich hab's nicht richtig gesehen, aber verdammt. Also ganz ehrlich, so macht der Handballsport keinen Spaß, wenn es für solche Aktionen rote Karten und 7 Meter gibt. Ganz ehrlich, das ist nicht mehr mein Spiel. Das kann doch nicht gefordert sein, dass es für sowas rote Karten gibt. Das ist doch unfassbar. Aber noch ein Argument mehr dafür, dass man die Geschichte mit dem Torwartwechsel vielleicht lässt. Ne? Also ich bin auch nicht der größte Fan von, ehrlich gesagt. Ich glaube, Martin selbst auch nicht der größte Fan von. Sagt ja auch, dass so ein bisschen das den Handball kaputt macht. Ja. Aber in oberen Ligen wird es halt genutzt ohne Ende. Ja, ja, ist klar. So, Markus Neuhalf macht sich warm. Der zweite etablierte Linksaußen. Nur dazu sagen, in der oberen Liga geht es hier mit Ball für den TVP weiter. Ich glaube nicht, dass es da eine rote Karte gibt für so eine Aktion. Naja, wie auch immer, mag alles regelkonform sein, Spaß macht es halt leider keinen. Nächstes, warum ist die Unterbrechung gerade so lange? Weißt du, worum es da geht? Ich glaube, weil sie es am Sekretärtisch kurz klären müssen, wie, was, wo. Ah, okay. Oh,
Oh, Toddy macht sich gleich bereit. Hoffentlich ist er ein paar Bahnen an der Seite gelaufen vorher. Ja. So, der 7 Meter ist drin zum 21:21. Ja, hat es Melsungen geschafft, relativ schnell das Spiel zu drehen. Natürlich mit vielen positiven Entscheidungen für sie. TVP jetzt natürlich in einer ganz schwierigen Situation mit 4 Mann gegen 6. Mal sehen, was der TVP da probiert. Letztendlich wird wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben, als dass einer der beiden, Flo Wasberg oder... Ja, super. Schön Frisches rausgeholt. Oder Lennart Cousin in die 1-gegen-1-Aktion gehen und den Abschluss nehmen. Jetzt Flo vielleicht über außen. Sehr schön! Ja, trotzdem da gut. Da wird ihm dazwischen gepfiffen. Mann, Mann, Mann. So, Arm ist oben. Der Gecko darf nicht an den Kreis gehen. Wir brauchen einen Anspieler. Er darf nicht an den Kreis gehen. So, Freiwurf für den TVP. Jetzt bleiben nicht mehr viele Abspiele. Es wird nochmal gewischt und wahrscheinlich wird dann ein Schütze dahinter gehen und den Wurf nehmen müssen. Allerdings über einen ziemlich massiven Block. Wird schwer da zu treffen. Muss trotzdem ziehen. Immer wieder weiter ziehen. Und wenn dann der Arm oben ist, trotzdem die 5 Pässe ausreizen. Ja. Nochmal drauf, vielleicht nochmal einen Freischuss, da kriegst du immer nochmal ein. Du musst auf jeden Fall mit 5 Leuten jetzt in der Abwehr stehen. Ja, Flo, zieh durch. So, keine Ahnung, was gepfiffen wurde. War das jetzt Schritt oder Zeit? Ja, oder ist Ite? Da ist er wieder. Wahnsinn, frei gehalten den Ball. Brutal. So, Schiedsrichter versucht zu erklären, was er da eben gepfiffen hat. So, zu 5 sind wir schon mal. Sehr schöner Wechsel, schade, dass das nicht geklappt hat. Freiburg für den TV Petterweil, weiterhin 21:21, Ballbesitz für den TVP, jetzt 8 Minuten vor Spielende. Jonas Kofler in der Aktion, er kommt vorbei, ja, legt ihn rein, richtig stark. Stark, Joko. TVP jetzt wieder mit 5 Mann, immer noch in Unterzahl gegen die 6 Melsunger, die verlagern ganz weit nach links. Der TVP jetzt schnelle Beine, ja, sehr gut, der Ball ist rausgeprellt. Ganz ruhig, grelles Ding, Mann. Das Kreisläufer-Anspiel unterbunden. Ein super Ballgewinn, unheimlich wichtig. Jetzt ist hier wirklich die Stimmung, die Halle steht. Und jetzt direkt nachlegen. Wir sind vollzählig. TVP vollzählig, jetzt noch 7 Minuten zu gehen in dieser zweiten Hälfte. TVP ein Tor vor. Felix Kofler wird abgeholt, geht wieder zurück auf die Rechtsaußen. Florian Wasberg hat den Ball, nimmt ihn und legt ihn rein! Wahnsinn! Was ein Strahl! Wahnsinnstor von Flo Wasberg! Voll reingelagelt! Ja, super Aktion! Auch wieder mit Schritten. Die Aktion genau richtig. Super stark von Felix Kofler aufgenommen, den Gegenspieler da. Da kann es nur Freiwurf geben. Hat sich allerdings dabei verletzt. Ja, ich glaube, das geht gleich wieder. Das Knie durchgedrückt nach hinten. Vielleicht ist auch mal anzumerken, dass wir heute 250 Leute im Stream haben. 254, Entschuldigung. Ja, es ist Dienstagabend, beste Zeit, um Handball zu gucken. Heute hier ein enorm spannendes Spiel. Also ich höre gerade, es steigt exponentiell die Anzahl der Zuschauer auf dem Livestream. Also wir geben hier nochmal alles jetzt, 7 Minuten. Ja, und ich bin sicher, das Team auf dem Feld heute auch, die werden alles raushauen, die letzten 6,5 Minuten. Jetzt Ballbesitz für die MT Melsungen. Sie holen den Linksaußen ins Spiel. Ball über die Mitte auf halb rechts. Durchbruch auf halb links. Ja, gut gemacht. Pfosten und rein. Super Abschluss. So, jetzt einfach clever weiter. Ja.
Felix Kofler bleibt mal am Kreis, gefällt mir eigentlich gut. Ah nein! Zum Glück kriegt er den Freiwurf. War ein netter Einfall, aber der Ball kann auch leicht weg sein bei solchen Versuchen. So, Manni nimmt die Auszeit. So, 6 Minuten vor Spielende, der TVP mit einem Tor vor, 23-22. Wie würdest du jetzt die Auszeit gestalten? Was würdest du sagen? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte sie gar nicht genommen. Ich fand, die letzten Minuten lief das eigentlich ganz gut. Der Spielzug, den der TVP angesetzt hat, hat jetzt schon mehrfach ganz gut geklappt, hat zumindest Unruhe in die Abwehr gebracht. Der TVP kam zu Abschlüssen, natürlich nicht mehr zu leichten Abschlüssen, aber sie kamen immer noch zu ganz guten Abschlüssen. Ich glaube, ich hätte es laufen lassen, aber ich denke, Martin wird seine Gründe haben. Ja, also er hat ja das Klemmbrett geholt, das heißt, er macht irgendeinen Spielzug im Angriff. Ja. Aber ich glaube, ich würde auch einfach an die Moral irgendwie ein bisschen rangehen. Ne? Was sagen, ey, jetzt ein Nachlegen, hinten ab und weiter konzentriert. Ja. Und dann ein paar Schubladen verteilen, dann geht's. Ja, ich glaube auch, die Abwehrreihen werden es jetzt entscheiden. Ne? Was kann Melsungen in der Abwehr entgegenwerfen? Was kann der TVP gegen Melsungen in der Abwehr entgegenwerfen? Und dann natürlich letztendlich auch die Torhüter. Ich würde gerne mal die Quoten vom ITEP heute wissen. Ja. Bräuchten wir noch so 2 Leute mehr, die hier Statistik führen. Wenn ihr euch bewerben wollt, dann gerne an info@tvpetterwall.de. Oh, ach, Thorsten Koch ist drin. Und direkt mit einem relativ... Aber muss er nehmen, muss er nehmen. Ja, den muss er nehmen. Schade, dass er nicht drin ist, aber vielleicht hat er Martin die Auszeit genommen, um eben Thorsten so ein bisschen zu briefen, ins Spiel reinzubringen. Ja, und super. Nein! Was? Der Kreisläufer läuft durch den Kreis. Ich glaube, der wäre niemals an den Ball rangekommen. Nein, und er läuft selbst durch den Kreis. Das macht echt keinen Spaß mehr. Schwierig. Da war überhaupt nichts. Oh Mann. Das in so einer Situation, bei so einem Stand. Schwierig, aber wir haben natürlich auch immer hier die schwarz-gelbe Brille auf. Deswegen nochmal Entschuldigung an alle da draußen. Ja, natürlich für die Melsunger ist es anders gesehen. Für die Melsunger ist es schwer hier zuzuhören, aber für uns ist es schwer, solche 7-Meter-Pfiffe zu ertragen. Ja, und der macht ihn halt, ne? Ja, das ist das typische Spiel, wenn ein Favorit gegen einen weniger favorisierten Verein antritt. Am Ende fügt sich dann doch meistens alles in Richtung Favorit. Ja, aber jetzt müssen wir einfach mal kontrolliert weiterspielen. Ich meine, 5 Minuten. Wir finden Lösungen, ist ja nicht so, dass wir irgendwie keine Tore machen. Ne? Absolut, aber auch hier, warum geht der Arm hoch? Warum geht ja, der Arm hoch? Halt. Melsungen baut jeden Angriff in genau dem gleichen Tempo auf. Das ist nicht in Ordnung. Ecke für den TVP. Noch 4 Würfe. 4 Würfe, Arm bleibt oben, TVP wird wieder zum schlechten Abschluss gezwungen. Ja, das darf nicht passieren. Ja, da hat der Abstand nicht gepasst. Gibt es da eine 3 Meter Abstandregel? Gibt es sowas? Ja, meiner Meinung nach schon. Also aus meiner Meinung nach hat der Abstand im Leben nicht gepasst. Aber gut, es hilft nichts. So entwickeln sich solche Spiele. Ja, aber das ist jetzt sehr unglücklich auf jeden Fall gewesen. Das geht seit 20 Minuten so. Stürmer-Foul. Ja, es soll nicht sein heute. Ja, und das sind halt die... Naja. Also 7 Meter, okay, ist dann immer diese 50-50-Entscheidung, ne? Ja. Aber eine Zeitstrafe... Ich kann auch nicht sagen, wer weiß da... Wer ich da, nicht. Da kommt es immer drauf an, wer stand zuerst oder beziehungsweise stand der Abwehrspieler oder war er noch in der Bewegung. Ich kann es nicht sagen, vielleicht war er in der Bewegung. Aber so wie das heute hier läuft, ist es, glaube ich, eine eindeutige Sache. Da gibt es halt einfach keine andere Entscheidung. Ja, das ist halt das Problem, ne? Jetzt Beschäftigung ist das so viel wie eine schwierige Entscheidung. Die letzten 3-4 Aktionen sind auch, sag mal, schwierig gewesen. Ja, aber jetzt müssen wir gucken, dass wir das Spiel nicht wegwerfen. Ne? Ich habe heute wirklich alles versucht, mich nicht am Schiedsrichter sozusagen hochzuziehen. Und das machst du auch nicht. Super. Nee, ich versuche es nicht zu machen. Wie gesagt, ich habe schon oft gegen Favoriten gespielt und da laufen Spiele so. Das ist so. Das ist auch so, wenn du in der Fußball-Bundesliga gegen die Bayern spielst, am Ende läuft es in Richtung Bayern. So ist das. Da musst du deine Chancen nutzen. Du musst selber, wenn du die Möglichkeit hast, auf 2-3 wegzuziehen, dann musst es dir gelingen. Ansonsten, wenn es unentschieden steht, gewinnt am Ende der Favorit.
Aber noch ist nichts verloren, noch sind 4 Minuten zu spielen. Ganz was sind genau. Was sind im Handball, was ist da ein Tor? Nicht. Noch ist alles drin. Und jetzt sogar mit Thorsten Koch auf der Halbrechten. Mal sehen, der Gegenspieler hat wahrscheinlich auch noch nicht den Wackler zu spüren bekommen. Ja, guck, aber wir sind auf der rechten Seite in Rechtshänder und auf Rechtsaußen Rechtshänder. Ja, Problem ist, dass jetzt gleich wieder der Arm hoch. Nee, das waren keine Schritte. Das waren keine. Er prellt doch, Leute. Naja, aber wie schon gesagt, so macht es halt keinen Spaß. Letzte Viertelstunde wird kein Angriff mehr zugelassen, dass der normal ausgespielt wird. Gelbe Karte gegen die Bank. Ey, Jungs, hey! Auf Tore! Nur ein Tor und Melsung wird auch noch Fehler machen. Es kann immer noch alles passieren, egal was die Schiedsrichter hier heute pfeifen. Völlig egal, noch ist es ein Tor und es kann immer alles passieren. Und wir haben ITEP hinten im Tor. Der greift auch mal einen Ball. Ja, yeah. Oh, da ist er! Hat er! Sau stark! Und er drückt! Weltklasse ITEP, genau das braucht der TVP jetzt. ITEP Boali hinten drin und vorne ein Tor. Also egal wie es ausgeht, ein Punkt ist mal sowas von verdient. Ja, normalerweise zwischenzeitlich die 3-Tor-Führung. Ich sag mal, mit einem ausgeglichen verlaufenden Spiel von den Entscheidungen her geht es an den TVP. Ja, Mann! Ja! Sauber, Nikola! Da wusste man genau, was kommt und er legt ihn trotzdem rein. Super Tor von Nikola Jankovic. Ja, super Abwehr. Klasse, die Abwehr da. Richtig gute Sache. 2 Minuten noch zu gehen. 24-24. Lassen. Ja, und er verzieht! Verzieht frei! Oh, richtig gut gemacht. So, der TVP wieder die Chance. 24-24. 1,5 Minuten zu spielen. Die müssen aufpassen, dass der Arm jetzt nicht hochgeht. Das ist ein bisschen langsam, wie sie da den Ball nach vorne tragen. Ja, aber du kannst ja trotzdem mal irgendwie mal einen Ball rumspielen. Das finde ich immer. Ja, die Schiedsrichter haben ein Auge drauf. Sie müssen schon den Eindruck erwecken, wir wollen jetzt nach vorne gehen. Auf, Flo, Junge, komm! Weiter. Schade, da wird in das Abspiel reingepfiffen. Schlechtes Gespür da in dem Moment vom Schiedsrichter. Aber egal, der TVP bleibt im Ballbesitz. Ich hoffe, dass er jetzt nicht den Arm hebt nach so einem Pfiff. Und Flo Wasberg geht der Ball durch die Lappen. Er hat ihn wieder. Ja, jetzt kommt natürlich klar. Der Arm. So, drauf jetzt. Nikola Jankovic wird marschieren. Nein. Schade, aber ist okay. Schade. Eigentlich kein schlechter Abschluss. Vielleicht hätte er mit dem Kreisläufer spielen sollen. So, die MT hat den letzten Angriff unter Umständen. Wobei, eigentlich ist es noch zu lang zu spielen. Normalerweise muss der Arm hochgehen, sodass sie das nicht... Das können die auf keinen Fall bis zum Ende spielen. Ja, normalerweise dürften die Schiedsrichter das nicht bis zum Ende laufen lassen. Aber wie gesagt, so wie das heute läuft, darf wahrscheinlich Melsungen in 59-59 abschließen zum Sieg. Also Felix, ich weiß, ich schätze dich sehr, ja. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe da auch keinen Bock drauf, aber es deutet alles darauf hin, leider. Okay. Naja, hoffen wir mal, dass der Stream bleibt im Internet stehen. Hey. Der gibt die Gelegenheit, dass man sich das Spiel im Nachhinein nochmal angucken kann. Pass auf, nichts außen auf. Wir haben eben... Wir vermuten, dass der Ball nach links außen rausgespielt wird. Vielleicht auch sogar wieder ein Camper. Ich sag nach rechts außen. Nach rechts außen? Ja. Der okay. Trainer hat eben dem rechts außen ein bisschen an den Hinterkopf getappt. Ja, ich habe wieder rechts außen abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht wieder der Camper kommen könnte. Da habe ich auch so Anzeichen gesehen. Wir sind gespannt. Ja, der Arm geht hoch, einfach nicht Arm hoch. Der Arm geht nicht hoch, wie wir es erwartet haben. Sie dürfen ausspielen. Ja. Zeit! Junge.
Arm ist oben. Ja, viel zu spät. Jetzt können wir noch spielen. Noch vier. Nee. Unterbrech das. Mann, fest, Mann. Sehr stark von Felix Kofler da raus. Ah, super, Bergto. Und Schritte dabei. Okay, pass auf, Gecko. Wieso unterbricht er die Zeit? Da gab es keinen Grund dafür. Ich kotze richtig ab, wenn der den reinmacht. Junge, da will er ihn noch mal aus dem Rückraum werfen lassen. Raus! Wieso hat er da unterbrochen? Okay, das war so krass. Das war echt hart. Aus welchem Grund unterbricht er für den Freiwurf? Das habe ich noch nie erlebt. Naja. Wie schon mehrfach erwähnt, so läuft es eben, wenn Favoriten gegen den Underdog spielen und das, die Führung einfach nicht reicht, um die am Ende dann über die Zeit zu bringen. Dann fügt sich alles so, wie es sich eben dann fügen soll. Ich glaube, ich habe seit langem nicht mehr so unverdiente 2 Punkte gesehen. Ne? Ja, extrem das ärgerlich. Ist krass. Also ich verstehe vor allem nicht, wieso wird dann die Zeit angehalten, damit sie den Freiwurf nochmal ausführen können. Der Ball war im Spiel, es ist an ihnen, sich ordentlich zu stellen. Da gab es keinen Grund zu unterbrechen. Das ist eigentlich fast skandalös. Ah, ganz davon zu schweigen, wann der Arm hochgeht und so weiter auf den beiden Seiten. Ja, muss man anerkennen, die Halle, die Zuschauer stehen. Ja. Trotzdem eine super Aktion von uns, aber du wirst halt nicht belohnt. Eine absolut klasse Leistung, wenn ich sehe, wie heute Flo Wasberg zum Beispiel gespielt hat. Nikola Jankovic hat mir super gefallen. ETAP mit einer Weltklasse-Leistung. Ein super Spiel. Absolut unglaublich, dass da leider keine Punkte hängen bleiben für den TVP. Am Ende des Tages, morgen, wird keine Sau mehr, ob du gespielt hast. Nee, natürlich nicht. Naja, gut. Der Stream bleibt im Internet stehen. Wir können nur hoffen, dass die Schiedsrichter sich das mal angucken. Sie können schön stoppen, jede Aktion einzeln betrachten und sich mal überlegen, warum man da die Zeit anhält. So, obwohl das Spiel jetzt so ein tragisches und ärgerliches Ende genommen hat, wollen wir Sie trotzdem noch mal darauf hinweisen, auf unseren nächsten Stream am 13.02. um 18 Uhr gegen den TSV Vellmar. Sicherlich auch wieder ein sehr interessantes, spannendes Spiel. Ansonsten vielleicht für Sie noch mal zur Information, der TVP, die nächsten Spiele auswärts in Polheim am 5.02. um 20 Uhr. Ich glaube, Polheim bietet auch einen Stream an, falls Sie interessiert sind. Ansonsten 19.02. dann um 16 Uhr in Melsungen der TVP zu Gast und am 15.04. voraussichtlich, aber ich glaube, da ist das Spiel noch nicht genau terminiert, das Nachholspiel gegen Wettenberg in Wettenberg. Ansonsten bedanken wir uns, dass Sie zugeschaut haben. Entschuldigen uns dafür, dass wir natürlich mit den Emotionen ziemlich mitgefiebert haben und mitgegangen sind, teilweise auch ein bisschen entgleist sind, aber das war wirklich ein sehr spannendes Spiel. Ziemlich heftige Niederlage dann nach der zwischenzeitlichen Führung und der so starken Leistung. Wir hoffen, Sie hatten trotzdem einen angenehmen Abend und haben sich gut unterhalten gefühlt. Wir freuen uns, Sie beim nächsten Stream begrüßen zu dürfen. Und natürlich wieder vielen Dank an die Technik. Genau, vielen Dank an die Technik, vielen Dank an dich, Alex. Auf Wiedersehen an alle zu Hause. Danke, Flex.